Ja, dann begrüße ich wieder alle zurück nach der Mittagspause. Zum einen natürlich unsere Gäste in Persona und vor Ort in Rom, aber natürlich auch alle Gäste, die über den Livestream zugucken. Ich hatte schon angedeutet, dass wir uns jetzt den Rest des Tages damit befassen wollen, was gibt es für Blogs, was gibt es für Möglichkeiten, und wir werden einige Erfahrungsberichte haben. Die ersten drei Vorträge sind jetzt Erfahrungsberichte von Doktoranden, die ihr Promotionsprojekt mit einem Blog begleiten. Wir haben dazu drei Promovierende aus der mittelalterlichen Geschichte, aus der Archäologie und aus der Anglistik. Und den Anfang wird Michael Schonhardt machen aus Freiburg. Er ist Historiker und hat Geschichte und Politik studiert und einen Masterabschluss in Mittelalter- und Renaissance-Studien in Freiburg gemacht. Und er promoviert jetzt bei Birgit Stutt zum Thema Tradition und Rezeption von theoretischem Wissen über die Natur im 12. Jahrhundert. Und er betreibt seit 2013 das Blog Quadrivium auf Ibotes, nicht zu verwechseln mit dem Quadrivium, das wir heute früh schon kennengelernt haben. Das ist eben ein anderes Blog. Ja, vielen Dank. Der Titel, den ich heute gewählt habe, der ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen rätselhaft. Ich hoffe, der wird nachher deutlich. Über ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte, Wissenschaftskommunikation zwischen Nachwuchs und Publikum. Ich bin sicher im Verlauf des Vortrags klar, was ich damit meine, oder hoffentlich sollte es. Zunächst bin ich ziemlich dankbar, dass trotz dieser ganzen Social-Media-Sache und Glasfaservernetzung und so doch immer noch alle Wege nach Rom führen. Wir hätten es wahrscheinlich auch über Skype und Sonstiges machen können, aber ich bin natürlich, auch wenn es jetzt sehr regnet, ganz froh, hier sein zu dürfen, und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank an die, sozusagen, den Host des DHI und an die Veranstalter, auch DHI und vor allem den Mittelalter-Blog, dass wir hier sein dürfen. Das ist natürlich ganz toll. Ja, ich darf heute Mittag den Anfang machen für die promotionsbegleitenden Blogs. Ich weiß nicht, ob man das Nachwuchs nennen sollte, denn ich habe den Eindruck, dass bei Blogs es vielleicht doch eher andersrum ist, dass die jüngeren Leute da nicht der Nachwuchs sind. Wie auch immer, ich bin natürlich selbst am meisten gespannt, was meine zwei Kolleginnen zu sagen haben mit ihren Erfahrungen, aber ich hoffe, subjektiven Erfahrungen irgendwie was Interessantes beisteuern kann. Ganz vieles ist schon gesagt worden, vor allem im ersten Vortrag. Ich habe kopiert als einen gewissen subjektiven Erfahrungsaustausch, und das ist halt einfach so gekommen, wie es gekommen ist, in Gedanken, die ich hatte, und wenn sich dann was deckt, dann weiß der Herr Fischer, dass andere Leute diese Gedanken auch haben, ist ja auch eine gute Sache. Ganz knapp zu mir, zu meiner Person und was ich eigentlich mache, wurde es meist schon gesagt, Michael Schonhardt, ich promoviere in Freiburg, seit anderthalb Jahren, aber seit Oktober 2013 finanziert, also das ist für mich sozusagen Start meiner Zeitrechnung. Und schon ein bisschen früher, seit Februar 2013, betreibe ich einen promotionsbegleitenden Blog, Quadrivium. Hypothesis.org, das kann man ja dann auch ganz einfach finden. Worüber promoviere ich? Das ist der Bereich der mittelalterlichen Naturwissenschaften, in Anführungszeichen. Da darf ich jetzt nicht mit Fachleuten über diese Bezeichnung streiten. Es geht ums Quadrivium im 12. und 13. Jahrhundert, und das aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Also welche Medien werden benutzt? Wie wird mit den Handschriften umgegangen? Weniger mit den Texten, sondern mit den Artefakten, Medien, in welchen Räumen passiert das? Das ist so der Kontext. Geografisch bin ich beschränkt auf Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Einfach jetzt nur als Einordnung, darum geht es ja heute nicht. Für mich sind ganz wichtig die Bibliothekskataloge und die Handschriften, also Sachen zum Anfassen und Fotos von machen. Das ist natürlich dann später auch eine schöne Sache. Heute geht es in erster Linie um meinen Blog. Dieses Blog Quadrivium, Wissenskulturen im Reich des 12. Jahrhunderts, habe ich genannt. Man musste ja am Anfang so einen kleinen Teaser sagen. Ob ich das heute noch so nennen würde, weiß ich nicht, aber so steht es jetzt halt im Internet. Da bleibt es jetzt halt. Ist eben ein Hypothese-Blog mit quadrivium.hypothesis.org, und hier poste ich durchschnittlich ein- bis zweimal im Monat Beiträge. Ich muss sagen, ich war jetzt in den letzten zwei bis drei Monaten mit einem anderen Blog beschäftigt, den ich von meiner Arbeit aus organisiere. Da geht es um den Ersten Weltkrieg und eine Edition. Das hat jetzt total meine Aufmerksamkeit beansprucht. Also in den letzten zwei Monaten, wenn Sie da drauf gehen, ist es ein bisschen leer, aber ich hoffe, es lohnt sich trotzdem. Wenn ich diese Statistik richtig verstanden habe, ich habe die mir das erste Mal angeguckt im Vorfeld von diesem Vortrag, dann habe ich ungefähr in den letzten drei Monaten 1000, Unique User. Ob das realistisch ist, ob ich mich verlesen habe, ich weiß es nicht, aber es scheint mir doch auch im Vergleich zu dem größeren Mittelalter-Blog eine ganz realistische Zahl zu sein. Vielleicht einfach nur zur Einordnung. Wie viel dann davon lesen, ist natürlich eine völlig andere Frage, aber das möchte ich gar nicht genau wissen.
Was die Kommentare angeht, ist mir aufgefallen, dass ich eher wenige Kommentare habe. Wenn Kommentare da sind, sind es aber ganz nützliche und interessanterweise von einem sehr kleinen Zirkel, würde ich sagen. Es sind immer dieselben Leute, die kommentieren, was auch gut ist, weil von diesen Leuten interessieren mich die Kommentare auch. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass es eben doch eine kleinere Szene, würde ich jetzt mal sagen, ist. Also man braucht nicht Angst haben, dass die ganze Welt plötzlich im Wohnzimmer oder im Büro steht, wenn man da was veröffentlicht, so ist es nicht. Ja, ich arbeite dann eben noch im erzbischöflichen Archiv und da mache ich eben auch noch einen Blog, der ist Anfang Juli, kommt der raus, aber darum geht es jetzt eben nicht. Den Nachwuchs hat man in der Vorbereitung mit 5 Fragen konfrontiert. Warum, was, wann, wie und wie oft soll ich bloggen? Da habe ich eine sehr gute Antwort drauf gefunden, nämlich es kommt völlig drauf an. Das ist vor einigen Wochen mal in der Zeit ein Artikel oder eine Kolumne im Zeitmagazin, wie schrecklich dieses kommt drauf an Menschen sind. Ich bin absolut ein es kommt drauf an Mensch in allen Bereichen, aber ich finde in dem Bereich Blogs kommt es tatsächlich einfach drauf an. Gerade im Wissenschaftssystem ist es einfach so, dass es unglaublich vielfältige und unterschiedliche Lebens- und Forschungssituationen heute gibt. So viel, wie wir noch nie hatten eigentlich. Es gibt Leute, die sind fest angestellt am Institut und forschen und bloggen dort. Die werden was ganz anderes in einer anderen Frequenz schreiben, wie ich, der ich frei promoviere. Es gibt Leute, die sind vielleicht außerhalb der Universität beschäftigt und bloggen da aus anderen Bereichen. Die haben auch ganz andere Möglichkeiten oder Notwendigkeiten. Der eine ist ganz am Anfang von der Promotion, der andere am Ende. Also da sieht man einfach, das kann man so pauschal nicht sagen. Und vor allem ändern sich diese Situationen ja auch. Am Anfang meiner Dissertation hatte ich sehr viel Zeit. Da war ich noch nicht finanziert. Da war ich kurz nach dem Studium. Da habe ich mir einfach so ein bisschen sehr viel Muße auch genommen. Da konnte ich natürlich viel mehr schreiben als jetzt, wo ich eine Finanzierung habe und gucken muss, dass ich zum Punkt kommen. Und in 3 Jahren vielleicht habe ich eine Stelle, wo jemand sagt, Mensch, 10 Stunden die Woche hast du Zeit, was zu bloggen, dann kann ich ganz anders bloggen. Und das Schöne beim Blog, worauf ich jetzt als ersten Punkt hinweisen will, ist eigentlich, dass während diese traditionellen Publikationsmedien, Monografien, aber vor allem Zeitschriften und natürlich auch Konferenzen eigentlich auf diese Lebenssituation wenig Rücksicht nehmen können, schon allein Finanzierung und so weiter, Deadlines, wenn man vielleicht gerade Vater oder Mutter geworden ist, dann hat er vielleicht jetzt nicht Lust, jede Woche was abzuliefern. Das Schöne ist, dass Blogs eigentlich maximal flexibel sind. Also passend zum Es kommt drauf an Menschen, sind Blogs eigentlich Es kommt drauf an Medien. Also egal in welcher Situation bin, ich kann den Blog mir so zurechtschneiden, wie ich das möchte. Und das ist eigentlich für mich was ganz Tolles. Und ich kann auch gleich sagen, ich habe mir das im letzten Jahr sehr zurechtgebogen, was nicht passt, wird passend gemacht. Und mache jetzt eigentlich was ganz anderes, als ich mir am Anfang vorgestellt habe. Und ich denke, in 3 Jahren mache ich was anderes, als ich jetzt mache. Aber das finde ich was ganz Positives. Also sie lassen sich eben, Blogs lassen sich den Bedürfnissen der Autoren und des Publikums, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, anpassen. Wenn ich merke, mein Publikum möchte was ganz anderes, dann kann ich das gegebenenfalls sehr einfach verändern mit ein paar Klicks. Genau, und eben in Anlehnung an dieses schöne Sprichwort, zu jedem Töpfchen passt sein Deckelchen, passt eigentlich zu jedem Forscher oder zu jeder Forschenden ein Blog, so wie er ihn sich eben dann einrichtet. Das finde ich eine ganz großartige Sache, was es so davon noch nicht gegeben hat. Ja, ich möchte jetzt ganz kurz zeigen, was mit meinem Blog im Laufe des Jahres passiert ist, wie ich mich verändert habe, was ich vorhatte. Und da kann ich zum ersten Mal aus meinem Titel das Schlagwort Entdeckergeschichte und vielleicht auch ungelöste Rätsel einwerfen. Genau. Vor ein paar Monaten ging der Begriff oder das Hashtag Neuland durch die Medien. Das kommentiere ich jetzt nicht, da hat jeder seinen Teil auch schon gedacht. Diese ganze Sache, für mich, dieser Blog und auch die Promotion war aber tatsächlich und ist auch noch wirklich Neuland. Also für mich trifft dieses Hashtag einfach völlig zu, da exponiere ich mich jetzt einfach mal. Zum einen natürlich die Situation, wenn man aus dem Studium kommt, anfängt zu promovieren, das ist einfach was völlig Neues. Das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Ich meine, jeder hat Hausarbeiten geschrieben, ich weiß, wie man sozusagen recherchiert und mit Literatur umgeht und Sachen schreibt, aber ich muss anfangen zu organisieren, ich muss eine Finanzierung hinterherrennen. Man ist einfach plötzlich sozusagen in der freien Forschungswildbahn und das gab es natürlich davor nicht. Also zum Ersten musste ich mich einfach damit erstmal damit zurechtkommen, mit diesem Neuland. Und vor allem ist es ja dann auch so, dass man oft nicht genau weiß, wo die Promotion hinführt. Also was dann am Ende in dem Buch steht, ist natürlich hat man einen Plan und den befolgt man, aber ist natürlich auch was anderes, als man sich am Anfang überlegt hat. Das ist ja auch normal. Also zum einen analoges Neuland in der Promotion und dann aber auch mit dem Blog subjektiv im Neuland, weil ich mich davor eigentlich nie ernsthaft mit diesem Thema Blog
auseinandergesetzt habe. Ich habe natürlich Blogs gelesen und so weiter, aber was steckt dahinter, welche Möglichkeiten, was kann man damit machen, das hat mich ehrlich gesagt davor nicht so interessiert. Nach dem Studium hatte ich dann einfach Zeit, mir darüber Gedanken zu machen und dann kam auch mit dem Mittelalter-Blog einfach eine gewisse institutionelle Rahmenbedingung, wo ich dann dachte, Mensch, okay, da kann man auch wirklich, ja auch seriös vielleicht was Schönes draus machen und dann fing das so an und dann bin ich einfach mal angemeldet und wusste aber auch da natürlich nicht so richtig, wo das hinführen soll, was dann auch dazu geführt hat, dass man den Blog, denke ich, ansehen kann. Das merkt man den Blog an, dass ich da einfach eine Weile gebraucht habe, bis ich was gefunden habe. Und, aber das ist ja eigentlich auch, finde ich auch in Ordnung. Am Anfang war das so, da ich eben frei promoviere, also nicht in einem Promotionskolleg bin, oder ein größeres Projekt eingegliedert bin, fand ich das den Umstand sehr schön oder das Potenzial sehr schön, über so einen wissenschaftlichen Blog eine Sichtbarkeit für das eigene Projekt natürlich herzustellen und sozusagen den Kontakt zu einer Forschergemeinde aufbauen zu können. Das war eigentlich so das Idealbild, was ich mir damit vorgenommen hatte. Also es war geplant als Kommunikationsmittel zwischen mir, meinem Projekt, dem engeren Projekt und der Forschung zu meinem Bereich. Ich wollte da eine wissenschaftliche Beschreibung meines Projekts machen, ich wollte eine Literaturliste anlegen, Werkstattberichte machen, wie ich vorgehe, meine Quellen und so weiter und natürlich dann auch auf meine Ergebnisse, Forschungsergebnisse hinweisen. Also sozusagen wirklich gerichtet an die wissenschaftliche Community zu meinem Bereich, dass die das sich angucken können, Feedback geben können und so weiter. Und vor allem wollte ich am Anfang 2 bis 4 Mal im Monat was publizieren, also das war Anfang 2013 der Plan, mit dem ich gestartet bin, das war ein sehr hehrer Plan und der war sehr einfach ausgedacht und dann natürlich sehr schwer umgesetzt, weil ich auch da sagen möchte, das sehe ich nicht als Scheitern, also das ist mir, finde ich eigentlich eine schöne Sache, ich sehe es nicht als Scheitern, dass ich das so nicht gemacht habe, denn ich habe was Neues gemacht. Und warum das nicht so einfach ging, ist, weil es auf einer falschen Vorstellung vom Ablauf einer Promotion, eine Promotion ist das dicke, kluge Buch, was am Ende rauskommt, sondern es ist ein sehr langwieriger und wechselhafter Prozess. Und erst am Ende steht dann eigentlich ein synthetisches und verschriftliches Ergebnis aus diesem Prozess, aus ganz vielen Einzelteilen, die mehr und weniger interessant sind. Dann am Ende fügt man das zusammen, was man dann der Wissenschaftsgemeinde irgendwie mit gutem Gewissen präsentieren kann. Und während sich über dieses Produkt dann sehr leicht blocken lässt, zum Beispiel diese schönen 1000-Wort-Forschungen auf dem Mittelalter-Blog, ist, finde ich, so ein Beispiel, ist es bei diesem Prozess eben nicht so einfach. Und ich habe jetzt mal 3 Gründe rausgepickt, warum das für mich zumindest, das ist sehr subjektiv, nicht so einfach war. Zum einen ist dieser Prozess, das ist so ein bisschen der Kontext der Entdeckung, wenn man das so sagen möchte, ein sehr sensibler und schutzbedürftiger Prozess. Das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber vor allem, wenn man am Anfang der wissenschaftlichen Karriere steht. Ich meine, das ist ja ganz klar. Ne? Man irrt sich, man macht Fehler, man verwirft Ideen, man nimmt sozusagen... Und es ist wirklich eine Entdeckung. Ich finde das Bild einfach sehr schön. Es ist ein bisschen eine Fahrt ins Ungewiss. Man hat einen Plan, aber wo endet man genau? Man muss vielleicht mal umkehren. Und das Ziel der Dissertation, also des Textes, ist ja eigentlich, dass man diese Irrungen und Wirrungen und Fehler am Schluss nicht sieht. Also es soll natürlich alles argumentativ schlüssig dastehen, das ist ja auch der Witz, aber der Prozess ist eben nicht so. Also, bei mir ist er nicht so, ich gebe es zu. Bin auf einem guten Weg, aber. Das ist dieser berühmte Unterschied zwischen dem Kontext der Entdeckung und dem Kontext der schriftlichen Rechtfertigung. Das muss man sich einfach klar machen. Beim Blog schreibt man über diesen Prozess und vielleicht erst am Ende über das Ergebnis, wenn man promotionsbegleitend bloggt. Auf Konferenzen und Kolloquien kann man seine im Kontext dieser Entdeckung stehenden Ideen mit einem gewissen geschützten Bereich zur begrenzten Diskussion stellen. Das Gespräch danach beim Kaffeetisch zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht gut, was Sie da gemacht haben, überlegen Sie mal das und das. Das ist einfach begrenzt, ja, das Feedback kommt zu mir und nicht überall hin. Und im Internet ist das eben nicht möglich und es ist ja auch überhaupt nicht der Sinn der Sache. Also das Internet ist ja dafür da, dass es viele Leute lesen können. Aber das ist einfach kann ein Problem werden. Und ich habe mich sehr oft dagegen entschieden, vorläufige Ideen in meinem Blog zu publizieren. Entweder, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich das am Ende vielleicht nicht doch in der Dissertation haben möchte. Das finde ich sehr gut. Wenn ich es jetzt raushaue, dann habe ich vielleicht ein Problem. Ist vielleicht nicht so, aber das war mein Vorbehalt. Oder weil ich vermeiden wollte, wenn ich jetzt mein Exposé veröffentliche und ich ändere das sehr oft, weil ich vielleicht in der Phase bin, wo ich viele neue Sachen machen möchte, ist das natürlich sehr kritisch. Und vor allem, als ich mich beworben habe für Stipendien. Jeder weiß, dass man das Exposé ändert, aber ich kann mich nicht irgendwo bewerben mit dem Stipendium und im Internet steht dann was völlig anderes. Das wollte ich dann einfach nicht. Da habe ich mich nicht wohl damit gefühlt.
hat aber auch eine schöne Sache, denn ein Blog zwingt dazu, sich laufend darüber klar zu werden, wie weit man sich in die Karten sehen lassen möchte. Also wie weit stehe ich mit dem, was ich habe? Ist es schon so weit, dass ich sage, okay, das zeige ich euch jetzt und das zeige ich euch noch nicht? Und da merkt man, da sollte ich vielleicht noch ein bisschen länger arbeiten. Und das ist, finde ich, schon schöner. Also mir hat das schon sehr viel gebracht, auch wenn Sie das vielleicht dann jetzt nicht sehen können, weil ich es eben nicht veröffentlicht habe. Also als erstes, im Prozess des Promovierens ist nicht immer alles für die Außenwelt bestimmt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Zum Zweiten ist dieser Prozess für Außenstehende aber auch gar nicht mal besonders spannend. Also jetzt war ich, jetzt geht es dann so langsam los, in der Phase, wo ich eben noch keine interessanten Miszellen von Bibliotheksfunden hatte. Ich habe erstmal meinen Forschungsstand bewältigen müssen, viel lesen, was andere Leute schon in- und auswendig kennen. Das ist ja auch normal, man ist ja am Anfang. Und habe mich mit sehr praktischen Dingen befasst, Quellensuche, Aufbereitung von Quellen, und ich erstelle gerade noch eine Datenbank. Da habe ich zwar ein bisschen was drüber geschrieben, aber das meiste ist, denke ich, für viele Leute wirklich nicht so spannend, weil die damit schon umgehen können. Ne? Das ist was ich mir jetzt aneigne, einfach. Da kann, braucht man ja auch, oder schreibt man dann auch nicht unbedingt über all das. Oder ich vielleicht zumindest nicht. Genau. Also viele Dinge sind eben dann für andere Leute banal, die ich jetzt für mich entdecke, und eben nicht alle Phasen in der Promotion sind eben geeignet, im Dialog mit der Forschung zu treten. Am Ende sieht es sicher völlig anders aus. Man hat ganz viele Sachen, die man sagen, okay, das habe ich gefunden, das habe ich gefunden. Wenn ich jetzt anfange, die Bibliotheken zu fahren, werde ich da sicher viele Dinge finden, die ich dann mal kurz verschreibe. Diese Handschrift habe ich das und das gefunden. Jetzt habe ich das gefunden. Also Phasen der langweiligen Einarbeitung. Mir ist kein gutes Schlagwort eingefallen, aber das ist eben so. Und drittens, der letzte Punkt, der ist jetzt sehr für mich, ich blogge in meiner Freizeit, das ist einfach so. Ich habe seit Oktober eine Finanzierung, die ist auf zweieinhalb bis drei Jahre, Sie wissen ja alle, wie das ist. Ich möchte oder muss in der Zeit einfach fertig sein, sonst habe ich ein Problem, sonst muss ich gucken, wo ich ende, und das bedeutet, an erster Stelle steht meine Diss, für die ich arbeite. Dann habe ich noch Archiv, eine Arbeitsstelle mit 10 Stunden die Woche, und dann blogge ich in meiner Freizeit. Und gerade jetzt, wo ich diesen anderen Blog noch ausarbeite, der musste jetzt viel fertig werden, dann ist das Zeitbudget einfach rum. Also mir war das sehr wichtig zu sagen, die Stunden habe ich und mehr mache ich nicht. Ich habe ja auch noch normale Freizeit und so weiter und so fort. Und das führt jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten dazu, dass ich einfach nicht viel geschrieben habe. Da gibt es ja auch immer Phasen, mal ist mehr, mal ist weniger, man hat mal Zeit, man hat mal nicht Zeit. Genau. Also mein ursprüngliches Vorhaben, mit meinem Blog so eine Kontaktschnittstelle zwischen mir und der Forschung zu schaffen, habe ich in dieser Form nicht umgesetzt. Und da haben sich dann auch so klassische Wege der Kontaktaufnahme, E-Mail und so weiter, Leute ansprechen. Das war einfach ergiebiger, das hat funktioniert. Da habe ich den Blog auch nicht dazu gebraucht. Und insgesamt habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass für diesen Dialog so Fachportale dann wie der Mittelalter-Blog eigentlich fast geeigneter sind. Genau, aber da können wir nachher drüber diskutieren. Was ich dann gemacht habe, statt meinem Forschungsexposé, wo ich ja eben Vorbehalte hatte, das so zu publizieren, habe ich einen Abriss meines Projekts geschrieben, der sich explizit an Laien richtet. Also Laien mag ich nicht, aber eben an Leute außerhalb von meiner Fachrichtung, vielleicht außerwissenschaftlich. Also so wie ich es meiner Oma erklären würde, gibt es ja immer diesen schönen Gedankenspiel. Wie erklären Sie Ihr Projekt Ihrer Oma? So habe ich das dann gemacht. Sehr reduziert, sehr einfach. Komme ich dann nachher noch drauf zurück, weil das so ein bisschen die Richtung dann weiterweist. Was ich noch betonen will, ist, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Also meine Situation, meine Forschungssituation, meine persönliche Situation kann sich verändern, und eben das Schöne ist, ich kann sozusagen von heute auf morgen den Blog anders aufziehen. Niemand hindert mich daran, plötzlich jede Woche, Bibliotheksfunde zu publizieren oder etwas anderes zu machen. Und ich glaube, das nimmt vielleicht vielen Leuten auch ein bisschen das Bedenken. Wenn man denkt, immer wenn man damit anfängt, ist man gefangen irgendwie. Man muss dann immer weitermachen, man muss es überhaupt nicht weitermachen. Sie können das so ändern, wie Sie wollen. Einfach mal anfangen. Okay, genau, also mir ist klar geworden, dass diese Kommunikation mit der wissenschaftlichen Community vorerst nicht die Hauptaufgabe meines Blogs ist, und stattdessen habe ich für mich so ein bisschen gefunden, dass mir das sehr gefällt, mit eben dem außerwissenschaftlichen Publikum zu kommunizieren. Ich habe eben diesen kleinen Exkurs geschrieben, mein Projekt erklärt für Nicht-Mediävisten, und interessanterweise darauf eine wahnsinnig große Rückmeldung gekriegt von Leuten, von denen ich das nie gedacht hätte. Ich habe es am Anfang bei Facebook dann sozusagen geteilt, da war ich noch nicht auf Twitter, und plötzlich schreiben mir Leute, die ich von früher aus der Schule oder sowas, ach, das ist ja interessant, was du machst. Also mit denen habe ich mich noch nie drüber unterhalten, was ich mache, oder Verwandte von mir, die dann plötzlich sagen, ach so, das ist ja interessant. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es für diese Themen, für historische Themen und auch vor allem für mein Gebiet, aber ich denke für alle historischen Themen, trotz aller Unkenrufe ein wahnsinnig großes Interesse gibt. Die Leute sind, es gibt, glaube ich, kein Fach, was so einfach Leuten zu vermitteln ist, wie das, was wir machen, wenn man es richtig vermittelt. Man muss die Leute nur sozusagen erreichen. Das ist ja auch was vorher schon angedeutet wurde. Also das ist mir aufgefallen. Genau.
Moment, jetzt nehme ich ein bisschen. Und eben diese historischen Themen, wenn sie gut vermittelt sind, das sollten sie eben auch mit der großen Interesse außerhalb der Forschung. Das ist so ein bisschen der Punkt. Was bei meinem Bereich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Bereichen ist, aber bei meinem Bereich ist es ganz interessant, dass ein großes Interesse vorherrscht. Wenn ich sage, ich beschäftige mich mit astronomischen Ideen aus dem Mittelalter, sagen die Leute, Mensch, klasse, total interessant. Und dann ist gleich der nächste Satz, ist so, ah, aber die dachten ja alle, die Erde ist eine Scheibe und so Geschichten. Also dieses große, große Interesse beim außerwissenschaftlichen Bereich steht im wahnsinnig großen, ja, Nichtwissen, würde ich wirklich sagen, gegenüber. Wahnsinnig viele Vorurteile, die kennen wir ja alle, die möchte ich jetzt gar nicht irgendwie noch aufzählen, aber das ist einfach so. Und solche Sachen, solche Desinformationen werden durchaus noch in der Schule vermittelt, das wissen wir auch, aber ein ganz großer sozusagen Pool von diesem Nichtwissen ist natürlich das Internet. Weil wo informieren sich die Leute heute? Und es ist auch gut, ich möchte jetzt hier nicht so eine Zivilisationskritik aufmachen, überhaupt nicht, aber was angedeutet wurde auf den ersten 18 Treffer bei Google, steht halt einfach ohne, dass ich jetzt geguckt habe, aber in vielen Fällen nicht das, was ich als seriös und wissenschaftlich sehen würde. Aber die Leute gehen heute eben viel seltener in eine Bibliothek und schauen sich die Sachen an. Das ist auch einfach nicht niederschwellig. Die gehen ins Internet und googeln. Das ist einfach so. Punkt. Kann man nicht viel machen. Und das Internet ist natürlich auch toll, weil wir finden wahnsinnig viele gute Sachen. Ich habe wirklich viele, viele gute Sachen, wo ich mich gewundert habe, wer schreibt sowas? Also wie viele Leute es gibt, die gute Sachen schreiben. Aber das Problem ist eigentlich, dass das Internet ein großer Marktplatz ist, auf dem sozusagen so viele unterschiedliche Angebote sind, die aber nicht sozusagen wirklich hierarchisierbar sind, für den Laien zumindest, für die Person, die sich eben nicht mit dem auskennt, was sie da sucht. Und das unterschätzen wir vielleicht manchmal. Genau, der Titel meines Vortrages, mal ein kleines Beispiel, stammt nämlich aus einer, stammt aus einer Dokumentation bei YouTube. Also da müssen Sie sich mal einen Sonntag Zeit nehmen und sich YouTube durchklicken. Da kommt man also wirklich in die Tiefen und Untiefen der Pseudowissenschaft. Ist eine Dokumentation Ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte. Da geht es also um Kartografie und alles Mögliche. Meiner Ansicht nach ist es wirklich großer Humbug. Hat Leute, die da drin vorkommen, haben Doktorgrade. Ja, aber es ist trotzdem meiner Ansicht nach Humbug, sind natürlich keine Kulturwissenschaftler und so weiter, sondern, glaube ich, Naturwissenschaftler. Und da wird wirklich meiner Ansicht nach hanebüchener Unfug verbreitet, aber Sie müssen mal auf die Klicks gucken. Also ich meine, niemand, der hier publiziert, hat solche Klickszahlen. Das guckt sich die Masse an. So, ist ja auch klar. Und dazu muss man auch sagen, Sie können sich das mal angucken, wenn Sie mehr Zeit haben, das ist professionell gemacht. Also da ist keine ARD-Doku, ob die dann so viel besser sind, es ist genauso professionell. Professioneller Sprecher, alles Mögliche, das gucken die Leute an. Und warum auch nicht? Also wie soll jemand, der eben nicht Geschichte studiert hat, der vielleicht auch nicht so ein Vorwissen hat, nicht so interessiert ist, wie soll der außer sozusagen vom äußeren Erscheinungen darauf schließen, ob das Unsinn ist oder nicht? Genau. Also das Internet hat einen riesigen Marktplatz geschaffen für Wissen und es ist toll. Es ist natürlich toll. Jeder von uns weiß, wie großartig das ist für unsere Arbeit, aber auch für andere. Es ist eine Demokratisierung von Wissen, eine tolle Sache. Das Problem ist aber nicht das Internet, sondern das Problem ist, dass die Wissenschaftler, die eben qua Background für eine gewisse Wissenschaftlichkeit und Seriosität auch bürgen können, die entziehen sich diesem Marktplatz völlig. Also wie gesagt, wir haben 205.000 Klicks lesen das und Professoren schreiben Bücher, die von sehr, sehr wenig Leuten gelesen werden. Das ist einfach schade. Also die Wissenschaft sollte sich da viel mehr sozusagen an diesem Marktplatz teilnehmen, weil das wird gebraucht und die Leute wollen das eigentlich, glaube ich, auch lesen. Und die Antwort auf diese Sache ist eigentlich auch nicht unbedingt, dass man seine Forschungsergebnisse Open Access veröffentlicht oder Google Books. Google Books gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen zum Lesen, Bücher, die ich lese, wo ich sagen würde, Mensch, lest das Buch, dann hast du was Gescheites gelesen. Aber das ist nicht niederschwellig. Also jemand, der sich eben schnell über ein Thema informieren möchte, der liest eben nicht irgendwelche dicken Forschungsbücher. Das war ja früher auch nicht so, das ist ja auch völlig klar. Das heißt, die Antwort ist eigentlich viel eher, dass sozusagen die Forschung in einer seriösen Art und Weise ihre Inhalte für ein Laienpublikum aufbereitet. Das muss synthetisch sein. Das ist zum Beispiel, was bei der Wikipedia in meinem Bereich nicht ist. Qualitativ ist es hier nicht schlecht, aber für bestimmte Fragen ist es einfach nicht geeignet. Enzyklopädien an sich nicht. Es muss eine synthetische Antwort auf eine bestimmte Frage sein. Es muss reduziert sein. Es muss leicht zugänglich sein. Und es muss natürlich sozusagen umsonst zugänglich sein. Das ist wie Wasser. Das nimmt sich den einfachsten Weg. Und da müssen wir sozusagen uns reinklemmen.
Genau. Und das ist eigentlich das, was ich versuche zu machen, denn wissenschaftliche Blogportale bieten die idealen Voraussetzungen für diesen Dialog von Forscher zum breiteren Publikum. Ich meine, es ist super einfach, viele, viele Leute zu erreichen per Google, per Twitter, whatever. Sie können ihr Projekt, ihr Thema reduziert hinschreiben und Leute werden es lesen. So, die werden es finden. Wenn jemand dann sucht, ungelöste Rätsel der Entdeckergeschichte, dann sollte auf Google eben zumindest auf Platz 2 oder sowas auch ein Beitrag von einem seriösen Wissenschaftler sein. Und das ist möglich. Das müssen wir nur tun, sozusagen. Genau, also wissenschaftliche Blogportale bieten die ideale Voraussetzung und bürgen dann auch für ein Mindestmaß an Qualität auch für den Leser. Das heißt nicht, dass die Inhalte immer super sein müssen, aber es ist einfach, man kann es ein bisschen besser einschätzen und beurteilen. Und was ich gemacht habe, kommt es dann auch bald zum Schluss, Anfang des Jahres, das können Sie auch alles dann einfach selber auf dem Blog nachlesen, ich zeige das jetzt nicht alles, waren kleine, durchaus essayistische Reihen zu den astronomischen Grundlagen, das geozentrische Weltbild zum Beispiel. Das ist was, wo ich lange gebraucht habe, bis ich das wirklich so in den Details auch verstanden habe. Da sind ein paar tricky Sachen dabei. Das habe ich in ein paar kleineren Beiträgen einfach geschrieben, einfach mit übersetzten Quellen. Ich habe mir das lange überlegt, weil ich dachte, das findet vielleicht der ein oder andere nicht gut, aber was bringt es da mit lateinischen Originalquellen in so einem, mit so einem Zielpublikum zu arbeiten, wenn es Sachen übersetzt gibt und es sind wissenschaftliche Übersetzungen. Und ich habe den Eindruck, dass das ganz gut angenommen wird. Es sind kleinere Reihen, dann habe ich zum Beispiel wissenschaftliche Instrumente wie das Astrolab vorgestellt, solche Geschichten, habe ich auf YouTube was Schönes gefunden, wo man das schön erklärt bekommt. Also das sind einfach ganz kleine, niederschwellige Angebote, die natürlich nicht vielleicht die Forschung so überzeugen würden, weil die einfach reduziert sind. Aber das Schöne, und das möchte ich noch sagen, während Sie früher als Wissenschaftler zum Beispiel auf das Fernsehen angewiesen waren, man kennt ja immer diese schönen Dokumentationen, wo dann am Ende nicht das rauskommt, was der wissenschaftliche Gutachter dabei gesagt hat, können Sie bei diesen Blogs völlig selber entscheiden, was reduzieren Sie, was ist Ihnen wichtig, niemand redet Ihnen rein und niemand sagt Ihnen, keine Ahnung, da müssen wir noch ein Reenactment reinbauen oder sowas. Das machen einfach Sie so, wie Sie es für richtig halten. Und das ist eine ganz, ganz große Chance natürlich. Genau, also mein Blog mittlerweile verstehe ich nicht mehr als Bindeglied zwischen mir und der Forschungscommunity. Das war vielleicht ein bisschen utopisch, dafür gehe ich dann auf Konferenzen besser oder rede mit den Leuten. Am Schluss kann es natürlich sein, wenn ich dann ein Projekt, ein fertiges habe, dass ich sage, okay, beschreibe ich mein Projekt zum Beispiel, das kann sich ändern, aber momentan ist mein Blog, verstehe ich das eher als eine Schnittstelle zwischen ja, dem wissenschaftlichen Diskurs und dem populären Diskurs. Wissenschaft ist heutzutage öffentlich alimentiert. Das wissen wir alle. Das verpflichtet, finde ich auch, das ist idealistisch, aber es verpflichtet auch zu einer gewissen Herangehensweise und auch die wichtige Freiheit der Forschung. Es kann nicht darum gehen, irgendwie nicht sozusagen, man muss jetzt immer sichtbar sein, damit man Geld kriegt, aber diese Freiheit der Forschung übrigens nicht die Notwendigkeit, immer wieder ja auch auf die Wichtigkeit der eigenen Forschung hinzuweisen. Nicht nur normativ, sondern das ist einfach so. Ja. Das Interesse an unserer Forschung, an der Kultur und Geschichte des Mittelalters ist da. Das sieht man an Google und an den Klicks und so weiter. Wir müssen die Interessenten eigentlich nur da abholen, wo sie sind. Und die sind heute und in absehbarer Zukunft einfach im Netz. So ist es. Danke. Also nur kurze Information, wir machen danach eine gesammelte Diskussion. Deswegen würde ich gleich zu unserer nächsten Referentin übergehen. Das ist Maxi Maria Platz aus Bamberg. Sie ist eine Archäologin, hat Archäologie des Mittelalters studiert, auch der Neuzeit, von Frühgeschichte und auch katholische Theologie in Bamberg. Und sie promoviert jetzt bei Ingolf Eriksson zum Thema die Elisabethkirche in Marburg an der Lahn. Und sie betreibt seit, ich hoffe, ich sage es richtig, 2013 oder schon 2012, ja, schreibt sie das Blog -1-Ebene auf Hypothese. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und freue mich, Ihnen ein paar Worte zu meinen Ideen zum wissenschaftlichen Bloggen in der Mittelalterarchäologie zu erzählen. Dankenswerterweise wurden ja schon ein paar Worte zu meiner Person gesagt, deswegen überspringe ich das jetzt einfach mal und gehe gleich zu der Frage, warum habe ich eigentlich mit dem Bloggen begonnen und sage das jetzt mal so ganz flapsig daher, weil man im Netz so viel Schrott über Archäologie liest. Damit ist wirklich gemeint, dass die Medien voll sind mit
spektakulären Sensationen, Fundmeldungen und an jeder Stelle ist das Schatzsucher-Image nahezu omnipräsent. Ne? Und dem gehörte schon etwas entgegenzusetzen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich damit angefangen habe. Einfach aus Überzeugung. Und dann weitere Gründe sind auch, als ich in 2012 damit dann begonnen habe, gab es Ökotest noch nicht. Das war im Februar 2012. Und das heißt, da war die Bloglandschaft noch dünner, als sie jetzt ist. Und ich wollte einfach dieses Medium Blog als Publikationsplattform erproben und hielt die Dissertation dafür den richtigen Ort. Und ich wollte die Möglichkeiten ausloten. Und das habe ich dann auch getan und viel über das Bloggen gelernt, indem ich es eben getan habe. Und jetzt kommen wir zu zu der Frage, wie funktioniert das wissenschaftliche Bloggen als Begleitung zur Dissertation im Vergleich zur Begleitung mit konventionellen Medien? Und da gucken wir uns mal in der archäologischen Presse und Publikationsorganen um, weil die unterscheiden sich ein bisschen von dem, was in normalen Mediavistik ist. Dazu sind einmal die archäologische Zeitschriften, das bekannteste die Archäologie in Deutschland, die Archäologie in Bayern, die Antike Welt und die Welt und Umwelt der Bibel. Das sind alles Zeitschriften, die Sie in gut sortierten Bahnhofskiosken finden. Und zudem sind sie alle von renommierten Wissenschaftlern einmal herausgegeben, beziehungsweise auch kommen dort ausschließlich Wissenschaftler zu Wort, die sich dort an die breite Öffentlichkeit richten. Ne, die Archäologie in Deutschland und die Bayerische Archäologie werden von den jeweiligen archäologischen Gesellschaften und Landesämtern herausgegeben. Die antike Welt und die Welt und Umwelt der Bibel ist da interdisziplinärer angelegt. Was auch noch zu erwähnen ist, dass alle diese Zeitschriften auch eine Rubrik mit aktuellen Fundmeldungen enthalten, die meistens so der erste, die erste Fundmeldung einer Ausgrabung oder eines neu begonnenen Projektes sind. Ne? Und darauf folgen dann archäologische Jahrbücher, wie zum Beispiel das Archäologische Jahr in Bayern, Archäologie im Rheinland und die Hessen-Archäologie. Gibt es auch noch von allen möglichen anderen Bundesländern. Da sind aktuelle Beiträge drin, die sind von Ausgrabungen, die eben gerade in dem Jahr stattgefunden haben. Das sind Beiträge von 1 bis 1,5 Seiten und das Ganze ist dann immer begleitet mit einer Tagung, wo dann auch ein ehrenamtliches Fachpublikum dabei ist, das bei uns eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und gedacht ist es allerdings auch für die breite Öffentlichkeit, allerdings ist das für die meisten nicht in der Archäologie tätigen oder sich ehrenamtlich Beschäftigten meistens nicht der Fall. Also diese Leute erreicht man mit diesen wirklich schönen Jahrbänden eigentlich nicht. Und das ist das, was Sie alle kennen, die normalen archäologischen, historischen Fachzeitschriften, Sammelbänder etc., die sich ausschließlich an ein ausgebildetes Fachpublikum wenden. Und jetzt gucken wir mal, wie sich eigentlich die publizistische Begleitung von einer Ausgrabung zur Endpublikation in der Archäologie aussieht. Es gibt natürlich auch noch, also Dissertationen werden nicht ausschließlich über Ausgrabungen gemacht. Also wir haben natürlich auch noch, es gibt Dissertationen über bestimmte Fundgattungen oder über Landschaftsgenese oder Stadtgenesen oder ähnliches, aber wir nehmen jetzt einfach mal das, um das klarzustellen. Also meinetwegen die Ausgrabung hat stattgefunden, dann hat die wissenschaftliche Leitung auch das Erstpublikationsrecht und das Auswertungsrecht. Das ist in dem Fach so üblich und als erstes folgen in der Regel zunächst journalistische Artikel in der lokalen und überregionalen Presse. Das ist je nach Journalist von unterschiedlicher Qualität.
Das ist so. Danach kommen die ersten Kurzartikel in archäologischen Zeitschriften, wie zum Beispiel der Archäologie in Deutschland. Und darauf folgen dann die ersten Beiträge in dem Jahresband, hier die Hessen-Archäologie, und danach die Beiträge in archäologisch-historischen Fachzeitschriften. Das sind dann ungefähr so, wenn man mal so ein Jahr nimmt. Ne, dann kommt es entweder zum Abbruch oder zur Endpublikation, und dann wird das Ganze an den wissenschaftlichen Auswähler, zum Beispiel an Doktoranden, weitergegeben, und der dann wiederum seinen Krempel in Beiträgen wie zum Beispiel der Hessen-Archäologie bringt und dann wieder in Fachzeitschriften, und hoffentlich führt das dann zur Endpublikation. Ansonsten geht das ganze Spielchen dann auch noch weiter. Und wenn man sich jetzt mal das Projekt Elisabethkirche anguckt, mit den Ausgrabungen von 1970-71, also wie den aktuelleren Grabungen von 2006 bis 2012, kommen wir da insgesamt auf drei Kurzmeldungen in der Archäologie in Deutschland, 10 Kurzberichte und 10 ausführliche Vorberichte in Sammelbänden, Ausstellungskatalogen, Fachzeitschriften von jeweils so 2 bis 5 Seiten A4-Text, sowie 2 Magisterarbeiten zu Einzelaspekten und einer Monographie mit einer Teilauswertung. Also das ist schon eine ganze Menge, die da einfach mal zusammenkommt. Jetzt müssen wir mal gucken. Und hier haben wir das Problem, dass das alles relativ verstreut publiziert ist und sich auch der Inhalt sich ausschließlich auf die Kernbefunde reduziert oder fokussiert. Da hat man im Blog noch andere Möglichkeiten, und zu denen komme ich hier, weil man nämlich auch mal Beiträge bringen kann, in den Printmedien kein Platz gewesen wäre. Das wäre zum Beispiel zur Methodik der Auswertung. Und da habe ich hier ein Beispiel gebracht zur Keramikwarenarten in Marburg. Keramik ist immer noch unser Leitfossil und das Wesentliche in einer archäologischen Auswertung, das ist wirklich im Archiv zu sitzen, wie hier ich in dem Fall, auf dem Dachboden im Marburger Schloss, und kistenweise die Warenarten nach Warenarten sortiert habe, das heißt nach technologischen Keramik, nach technologischen Gesichtspunkten, und dann auf deren Grundlage dann die Datierung meiner Schichten machen. Mit Sensation hat das nicht viel zu tun. Und hier ein anderes Beispiel. Das ist mal was zur historischen Methodik mit einer archäologischen Fragestellung. Also wie ich vielleicht eingangs sagen wollte, aber glaube ich nicht gesagt habe, ist, dass mittelalterarchäologische Dissertationen in der Regel sehr interdisziplinär angelegt sind, also weniger in der Fragestellung als in ihrer Methodik. Das heißt also, wir beherrschen, wenn wir gut ausgebildet sind, natürlich auch Paläographie und die Grundlagen der Schriftquellenanalyse. Und hier habe ich das einfach mal gemacht anhand des Sterbeortes. Und hier ist dann ein anderer Block, zu einem Ausgrabungsprojekt in der Schirak-Ebene in Nordwestarmenien, die dort einfach die Grabungsberichte immer online stellen. Das sind normalerweise Berichte, die in den Aktenordnern verschwinden und die niemand liest, aber sehr, sehr schade sind, und hier mal eine wirklich gute Plattform bilden, damit die mal auch veröffentlicht werden. Finde ich eine sehr gute Sache, ist sehr zu empfehlen. Dazu kommen noch Beiträge zu Randbereichen. Habe ich hier mal einen Beitrag gebracht über historische Überlieferung und ihre archäologische Glaubwürdigkeit. Und hier geht es praktisch um Orts- und Architekturbeschreibungen in der hagiographischen Literatur. Hier hat eine Mittelalterarchäologin, die auch einen sehr schönen Doktorandenblog betreibt, den Glimpse of Archaeology an der Universität Innsbruck, wenn ich mich nicht irre, die hier 2 sehr, sehr prachtvolle spätgotische Ofenkacheln vorstellt. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze begleiten kann. Dazu kommen dann Beiträge zu benachbarten Bereichen, die man sonst überhaupt nicht näher behandelt hätte. Und da
gab es hier etwas, was mir persönlich sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, nämlich mein Mann und ich haben eine Herzreliquie, in der deutschen Forschung bislang nahezu unbekannte Herzreliquie in Cambrai ausfindig gemacht, die auch wahrscheinlich authentisch ist, aber da wird sich die Forschung noch drum kümmern. Und dann etwas, was sich daraus resultiert hat, nämlich die Zusammenstellung des Forschungsstandes über Elisabeth-Reliquien. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr gerne gelesen worden ist von den Leuten. Und wie sieht meiner Meinung nach ein guter Blogartikel aus? Also da werden sich jetzt die Geister natürlich streiten, aber das ist ungefähr die Form von Blogartikeln, die ich gerne schreibe und was ich auch sehr gerne lese, nämlich dass ein Blogartikel einen einzelnen Teilaspekt, also nicht mehrere wirklich, sondern einen einzelnen, der gut untersucht und weitestgehend auch zu Ende recherchiert ist, weil man sollte sich lieber mehr Zeit nehmen in die Recherche, damit das auch abgesichert wird, damit man am Ende nicht wirklich einen Bock schießt, dann wartet man lieber noch ein oder zwei Wochen, bevor man es dann online setzt. Das Ganze sollte eine eingängige Überschrift haben, weil die Überschrift häufig darüber entscheidet, ob das Ganze jetzt angeklickt wird oder nicht. Eine Fragestellung zu Beginn, Fragestellung sollte man eigentlich immer machen, dann die Erläuterung der Hintergründe sowie die Beantwortung der Frage am Ende. Das Ganze sollte nicht länger als 2 bis 3 A4 Seiten Text haben, sowie keine Schachtelsätze verwenden, sondern ein Satz enthält einen Gedanken. Das sollte man prinzipiell eigentlich machen. Versuche mich auch dran zu halten und am Ende, und das ist das große Ziel, sollen die Leute sagen, das ist ja interessant. Ne? Das hat sich ja gelohnt, dass ich das bis zum Ende gelesen habe. Hier komme ich zu einer Frage, die man häufig in den Kommentaren liest, nämlich produzieren Blogs Wissenschaftsspam. Ich finde den Begriff vollkommen unmöglich. Es wird eben häufig als Argument gegen Blogs gebracht. Allerdings muss man sagen, dass es überhaupt noch gar nicht so viele Blogs gibt, als dass die da Wissenschaftsspam produzieren könnten. Zudem ist das komplett hypothetisch. Das heißt also, es könnte möglicherweise sein, dass Blogs irgendwann mal Wissenschaftsspam verursachen. Denn das ist genauso wie, ich kann mir die Haare jetzt auf gar keinen Fall lang wachsen lassen, weil die könnten sich irgendwann ja vielleicht verfilzen. Das ist ungefähr so das Niveau, da braucht man sich wirklich nicht drauf einlassen. Ne? Und zudem finde ich schon, dass zum jetzigen Zeitpunkt es Wissenschaftsspam, wenn man es dann so ausdrücken will, auch nur in gedruckter Form gibt. Es gibt eine unglaubliche Reihe an Reihensammelbänden, Zeitschriften und so weiter, und Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler werden angehalten, möglichst viel zu publizieren, möglichst 1 bis 2 Artikel im Jahr, und dann kommt es dann am Ende dazu, dass es, wenn man an einem einzelnen Projekt dran ist, dann in 5 Artikeln dient, und ich und das sage ich jetzt hier mal so frech, nicht ein gut verwaltetes Projektblog hilft, Wissenschaftsspam sogar zu vermeiden, nämlich indem es die Erkenntnisse, Links und Literatur, digitalisiert oder nicht, bündelt und diese der breiten Öffentlichkeit präsentiert, beispielsweise auf einer eigenen Seite oder mal in einem eigenen Blogartikel. Ich meine sogar, Wissenschaftsspam ist ein Totschlagargument. Das stelle ich einfach mal so in den Raum, und dann werde ich sehen, was Sie davon halten. Dann gibt es ein weiteres Schlagwort, zu dem ich unbedingt was sagen wollte, das jetzt tue. Nämlich, das ist die Qualitätssicherung. Und das ist hier auch ein Argument, was immer wieder gegen Blogs gebracht wird. Ich meine, dass eine gründliche Recherche, eine Gliederung und die Zitation wirklich im Eigeninteresse des Autors liegen, und deswegen heißt es ja nicht, dass man sollte sogar unbedingt jemanden als zweites oder drittes heranziehen, der das Ganze nochmal liest, ob man irgendeinen Knoten in der Argumentation hatte oder von mir aus auch die Kommas richtig setzen, wenn die mal falsch sind. Zudem impliziert die Argumentation, wie sie teilweise geführt worden ist, auch immer einen
ein mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten des eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses oder sogar in die Kollegenschaft, da sich Blogs nämlich, und das ist glaube ich etwas, was vielen auch der üblichen publizistischen Hierarchien entziehen, und ich denke, dass Wissenschaftler verantwortlich sind für das, was sie forschen und das gerade Nachwuchswissenschaftlern hilft, selbstverantwortlich zu sein für das, was sie publizieren und das und ohne dass man in diesem schützenden Haus ist, dem man sich ohne dass man so hilft es, glaube ich, wissenschaftlich erwachsen zu werden. Der Weg mit dem Elfenbeinturm, den haben wir schon mehrmals besprochen, und zum anderen, und das ist etwas, was mir am Anfang nicht klar war, aber ich sehr gerne, was ich als sehr wichtig empfunden habe und als sehr, sehr wichtig und toll, nämlich, dass Blogs eine Plattform bilden, sich an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen. Und da gibt es einen Blog, den Sie alle kennen, Archäologik, des Kollegen Rainer Schreck, ebenfalls Mittelalterarchäologe am Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, der sich mit allen möglichen aktuellen Debatten im Syrien-Konflikt und der dortigen Zerstörung des Kulturgutes sowie aktuellen Debatten wie der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes in NRW im letzten Jahr und so weiter. Hier auch nochmal zwei Beiträge von mir. Zum einen über den Wiederaufbau oder den möglichen Wiederaufbau des Wohnhauses von Gerhard Mercator in Duisburg. Der lief in der Lokalpresse einiges schief und ich fühlte mich ganz dringend in der Pflicht, meinen Beitrag dazu zu leisten und das Ganze ein bisschen auf solidere Grundlagen zu stellen. Das hat dann tatsächlich auch gefruchtet und das Ganze ist dann auch von den Herren in der WAZ, die ich dann auch direkt angeschrieben habe, dann auch zur Kenntnis genommen worden, und die haben dann ihre Informationen daraus genommen. Das waren insgesamt 3 oder 4 Artikel. Und dann ging das auch wirklich besser und die waren regelrecht dankbar, dass sie Hintergrundinformationen bekommen hatten. Ne? Und so in dem letzten Fall dann den Institutsstreichungen in Leipzig und die Folge einer wirtschaftsorientierten Hochschulpolitik, da kommt natürlich auch, wie ich finde, sollte man sich als Wissenschaftler immer gesellschaftlich beteiligen und auch an genau solchen Dingen, wo es wirklich brennt. Ne? Und als Zusammenfassung bringen wir jetzt mal die Anfangsthese, die ich gestellt habe, warum nicht nur, sondern gerade Archäologie-Doktoranden bloggen sollten, weil der Umgang mit dem Medium Blog wirklich nur durch das Bloggen zu erlernen ist und nicht anders. Dadurch, dass Wissenschaftsspam verhindert werden kann, weil verstreut liegende Publikationen und Links gebündelt werden, weil es die Möglichkeit bietet, Randbereiche und benachbarte Bereiche des eigenen Themas näher zu beleuchten und dann möglicherweise zu Erkenntnissen führt, die man vorher nicht gehabt hätte. Zudem, weil es eine Plattform bietet, sich an gesellschaftlichen und politischen Debatten zu beteiligen. Und damit möchte ich enden und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, einige der Statements haben für ganz schön Diskussionsbedarf gesorgt. Und ich muss alle noch um etwas Geduld bitten. Wir wollen natürlich noch den dritten Doktorandenblock vorstellen, und zwar ist der von Sarah Leseke betrieben, die eine Anglistin aus Leiden ist. Sie hat englische Sprache und Kultur in Groningen studiert, nachher ihren Master in mittelalterlicher englischer Literatur in Oxford gemacht und sie promoviert jetzt in Leiden bei Rolf Brenner zur Schreibertätigkeit in monastischem und städtischem Umfeld im 15. Jahrhundert. Also es geht um die Bedingungen von Schriftproduktion.
Und ihr Blog ist, Sie sehen schon, The Clark's Tale. Danke für die Einleitung. Danke auch für die Anbieter und alle anderen für die Einladung. Heute werde ich berichten über meinen Blog und warum ich blogge und wie oft ich blogge und was meine Meinung ist zu Bloggen und wie viel man von der Dissertation teilen sollte oder nicht. Und ich werde auch etwas berichten über Twitter und wie Twitter und der Blog doch eigentlich zusammenhängen und geht das eine denn ohne das andere oder wie sieht da die Stellung zu aus? Mein Blog habe ich angefangen die Monate bevor ich mein Masterstudium in Oxford begonnen habe. Ich habe den Blog erstellt, als ich den Masterplatz bekommen habe, um anderen Leuten mitzuteilen, wie das denn eigentlich so ist auf Oxford. Eigentlich nicht was, es ist etwas, was man alle Tage so macht. Und mein erster Gedanke war es eigentlich, um diese Berichte zu teilen, wie man sich zum Beispiel für das Studium bewirbt. Denn als ich selber mich beworben habe und einfach mal gucken wollte, wie ist das so, wie sieht der Prozess aus, um sich für so ein Studium zu bewerben, habe ich halt selber nach Blogs gesucht von Studenten, die in Oxford studieren oder in Cambridge oder an anderen englischen Universitäten, weil ich davor in Holland studiert habe und das mein erster Kontakt mit dem englischen Studiensystem war. Und ich habe da doch relativ wenige solche Blogs gefunden und es hat mich halt gewundert, dass nicht mehr Leute ihre Erfahrungen teilen. Und das war eigentlich so der Hauptgrund für meinen Blog und warum ich den Blog begonnen habe. Und als ich begonnen habe, habe ich mir die Frage gestellt, bei welcher Plattform ich mich anmelden sollte. Ich habe dann mir die Portale Blogspot oder WordPress angeguckt und ich habe mich schließlich dann für WordPress entschieden. Das Erstellen des Blogs ist sehr einfach und man kann sehr leicht das Design anpassen, was ich hier auch mehrmals verändert habe. Und das ist jetzt mein aktuelles Layout von meinem Blog. Man kann also auch Fotos einfügen und verschiedene Farben anpassen. Und das fand ich halt einer der Pluspunkte, dass man es sehr individuell gestalten kann. Auch noch ein anderer Pluspunkt ist von Blogspot, von WordPress, ist, dass man Statistiken von den Besuchern per Land sehen kann. Also man kann, wenn ich einen Blogpost schreibe, kann ich sehen, welche Leute, welche Länder, wo kommen die Leute her, wo kommen meine Leser her. Auch die Anzahl der Leser, was lesen die Menschen gerne, wo klicken sie halt drauf und was ist halt nicht so beliebt auf dem Blog. Und Leute, Besucher können sich auch sehr einfach anmelden, ohne anzumelden, kommentieren auf meinem Blog. Was eigentlich, wie wir heute Morgen schon gehört haben, was eigentlich nicht so oft passiert, dass Leute auf einen Blog kommentieren, obwohl man dann in den Statistiken sehen kann, dass es ja doch gelesen wird. Auch gut an WordPress fand ich, dass man halt auch von unterwegs aus bloggen kann, mit dem Handy, wenn man eben Ideen hat oder wenn man unterwegs ist auf dem Tablet daneben, denkt, okay, das würde ich jetzt veröffentlichen auf meinem Blog, dass man von überall aus auf dem Blog Zugriff hat. Und man kann auch hier, was ich auch gemacht habe, verschiedene Seiten erstellen, dass man es auch mehr als eine Homepage darstellen kann. Meins sieht noch mehr so als typischer Blog aus, aber man könnte auch zum Beispiel ein anderes Design wählen, wo man dann halt nicht den Blog als Hauptseite hat, sondern anderen Text und wo man dann oben in diesem Bereich halt Blog als Unterkategorie machen kann. Ich habe ja auch einen kleinen Text mit Foto über mich, mit Links zu meinem Akademie-IDO-Profil und zu meinem Twitter-Account. Und jetzt stellt sich also die Frage, warum blogge ich? Und ich habe halt, wie ich gerade schon berichtet habe, begonnen, um meine Erfahrungen als Masterstudent zu teilen. Und jetzt bin ich halt PhD-Studentin und mein heutiger Hauptfokus ist halt immer noch das Teilen von meinen Erfahrungen als PhD-Student. Und ich würde sagen, das ist eher eine englische Tradition, um dies zu machen. In England gibt es sehr viele, oder auch in Amerika, sehr viele Studenten, die halt PhD-Studenten sind und die halt über ihre Erfahrungen teilen, weil das ganze System halt anders ist. Man muss zum Beispiel Studiengebühren in England bezahlen, wenn man promoviert. Und da gibt es Serien auf verschiedenen Blogs, wo halt Leute schreiben, wo kriege ich das Geld überhaupt her, um überhaupt
wie kann ich mich das finanziell leisten, dass ich promoviere und dass dann auch, dass Leute dann auch oft arbeiten müssen, oft in Bars oder in Supermärkten, um halt überhaupt das Geld finden zu können, um das zu machen. Und das ist eher so die englische Art von PhD-Bloggen, finde ich, dass man halt eher über solche Dinge bloggt, als jetzt groß den, die Forschung selbst zu teilen. Das ist halt so die Schiene, in der sich mein Blog auf diesem Moment befindet. Und was blogge ich, ist die folgende Frage. Während meines Masterstudiums habe ich mich viel mit dem Studiensystem in Oxford auf meinem Blog gewidmet. Ich habe verschiedene Systeme erklärt, so wie zum Beispiel die Studiengebühren, die anfallen in England oder auch in Oxford, die sehr hoch waren, im 9.000-Pfund-Bereich in meinem Fall. Inhalte meiner Seminare habe ich mitgeteilt. Das war dann zum Beispiel interessant für meine Studienkollegen aus Holland von meinem Bachelor, um zu sehen, was mache ich überhaupt so in Oxford? Wo sind die Unterschiede zwischen dem holländischen System und dem englischen System? Aber ich habe auch über mehr persönliche Ereignisse gebloggt, wie zum Beispiel das Bewerben dann für meine PhD-Plätze an verschiedenen Universitäten. Und habe das als Reflexionsprojekt gesehen. Und auch als PhD-Student sieht mein Schwerpunkt ähnlich aus. Ich blogge zum Beispiel über Tagesabläufe, schreibe kurze Updates, erläutere, wie ich zum Beispiel in Oxford wohnen kann und in Leiden studiere, wie geht das überhaupt. Aber ich habe mich auch speziellen Blogposts gewidmet, wie zum Beispiel, das klicke ich jetzt eben an, der Blogpost über eine Handschrift, die ich ausgestellt habe in einer Ausstellung im Magdalen College in Oxford, die ich, wo ich da für Curator war. Und der Blogpost war übrigens der, der den meisten Klicks bekommen hat. Also das war etwas, was die Leute sehr gerne gelesen haben, was sie halt am interessantesten fanden. Und hier zeige ich Ihnen jetzt eben, wie dieser Blog so aussieht. Den habe ich mit Fotos halt untermalt. Und ein Thema, was häufig in Diskussionen über Bloggen und Social Media zurückkommt, ist, wie soll das Verhältnis sein zwischen Blog und wissenschaftlichem Blog? Wie viel wissenschaftliche Forschungsergebnisse sollte man eigentlich teilen oder will man eigentlich auf so einer Plattform wie einem Blog oder auf Twitter teilen? Und mein Standpunkt ist, dass ich bis zu diesem Moment mein PhD-Projekt nur in Nebensätzen auf meinem Blog oder online erwähnt habe, oft anhand von einer kurzen Beschreibung von 1 bis 2 Sätzen, worüber ich eigentlich promoviere, sodass Leute mich halt mit dem 15. Jahrhundert und mit Handschriften verbinden können. Ich fühle mich nämlich in diesem Moment, ich habe erst im Oktober mit meiner Promotion begonnen, fühle ich mich in diesem Moment einfach noch nicht sicher genug, um meine Forschung oder Ergebnisse im Internet zu teilen. Erstens, weil ich im ersten Jahr von meinem PhD oder weil generell sich im ersten Jahr vom PhD noch viel verändern kann, vom Schwerpunkt zum Beispiel. Dass man, und ich möchte dann halt nicht mit etwas assoziiert werden, was ich dann im Endeffekt doch nicht mache. Das war nämlich bei mir so, dass sich das Thema doch noch ein bisschen geändert hat von der Art der Handschriften, die ich dann im Endeffekt studieren will. Und ich bin dann froh, dass ich das noch nicht laut und breit im Internet verkündigt habe, sodass mich dann nicht die Leute sagen, ah, die Sarah, die tut das und das. Und dann sage ich, ah, nee, das mache ich eigentlich nicht mehr. Und auch in den nächsten Jahren bezweifle ich, dass ich viel von meinem Projekt teilen werde. Ich werde wahrscheinlich über Ideen oder Research-Fragen, die mich befassen, bloggen. Aber ansonsten bin ich momentan persönlich gegen das Bloggen von Promotionsmaterial auf meinem persönlichen Blog. Denn ich finde, dass man die doch eigentlich für richtige Publikationen sparen sollte. Und dann stellt sich die Frage, die mir Björn während des Nudelessens gestellt hat, ist dein Blog denn ein Doktorandenblog oder wie siehst du das? Ich würde sagen, ja, aber eher auf die englische Art, nämlich das Teilen von Erfahrungsberichten. Und dann denkt man, okay, finden Leute das dann eigentlich interessant, um dann zu lesen, einen Blogpost, den ich gemacht habe, einen Tagesablauf zu teilen, der heißt A Day in My Life, wo ich beschreibe, was ich den ganzen Tag so mache auf der Arbeit und später, da könnte man sagen, interessiert das überhaupt die Leute? Nachdem ich diesen Blogpost geteilt habe auf Twitter, war doch die Reaktion auch von anderen
Kollegen, wie zum Beispiel Erik Quacke von Leiden oder andere größere Namen, wenn, oh, finde ich interessant, ja, das will ich eigentlich auch mal machen. Also man kann dann sagen, okay, interessieren das die Leute, aber ich habe dann gesehen, dass es dann doch die Leute interessiert, wie man doch eigentlich so ist und was man doch eigentlich so macht und dass man doch eigentlich auch teilhaben will an dem Leben der anderen. Natürlich nicht, dass ich in private Details gehen, aber was macht eigentlich ein PhD-Student den ganzen Tag lang? Und mich hätte das auch interessiert, bevor ich mit meiner Promotion begonnen bin, wären da mehr Leute gewesen, die sowas halt teilen. Blogge ich dann eigentlich nicht über irgendwelche Veröffentlichungen oder über meine Forschung. Ich würde sagen, ich fange damit momentan an, wie zum Beispiel den Blogpost, den ich gerade schon erwähnt habe, über die Handschrift, welcher mein beliebtester Blogpost war. Und das Schreiben dazu, das hat keine große Vorarbeit gedauert. Ich habe mich abends hingesetzt und 20 Minuten später war der Blogpost fertig mit ungefähr 300 Wörtern. Und im Gegensatz zu meinem eher persönlichen Blogpost hatte dieser nicht nur persönlichen Wert, weil dieser das Resultat war einer Ausstellung, die ich kuriert habe in Oxford, sondern auch einen wissenschaftlichen Wert für Buchwissenschaftler, weil es hier doch um Handschriften geht, um Bookbinding insbesondere. Und da dieser ja doch wissenschaftlichen Wert hatte, aber doch zu unbedeutend war, um es direkt zu veröffentlichen als ein Artikel, aber dennoch interessant genug für andere Buchwissenschaftler und für andere Kollegen, fand ich doch, dass sich hier doch das Medium Blog doch am besten angeboten hat, um über solche Sachen anderen Leuten, anderen Kollegen mitzuteilen. Und auch hier ist es, der Hintergrund hiervon ist, dass verschiedene Leute, die zu meiner Ausstellung gekommen sind, Fotos genommen hatten von dieser Handschrift und meinten, oh, das war doch meine Lieblingshandschrift, die ich da gesehen habe bei den Handschriften, die du ausgestellt hast, die dann darüber Fotos getweetet haben. Das war für mich so der Anstoß, um dann auch einen Blogpost darüber zu schreiben, der dann auch sehr populär war. Aber, also ich würde sagen, Bloggen bietet sich meiner Meinung nach oder nach meiner Erfahrung nach doch sehr für das Teilen von Nebenprojekten, die jetzt noch nicht so weit sind, nur die Sachen, die man einfach findet, während man an anderen Sachen arbeitet, die man dann teilen möchte, aber wo man jetzt nicht die Zeit für hat oder insbesondere die Lust, um jetzt da weiter nachzuforschen, um die dann richtig sozusagen in Fachzeitschriften oder anderen akademischen Medien zu veröffentlichen. Aber das Bloggen kann auch Schwierigkeiten mit sich bringen, denn Bloggen alleine ist schwierig, denn wie finden die Leute eigentlich den Blog? Und da mein Blog ein privater Blog ist, anders dann zum Beispiel der Blog von Maxi, der doch dann auch über Mittelalter-Blog-Portal zu finden ist, geht für mich nicht das Bloggen ohne Tweeten, denn anders, wenn ich einen Blogpost schreibe, würden die Leute meinen Blog nicht finden. Also immer wenn ich einen neuen Blogpost schreibe, dann tweete ich direkt den Link. Und obwohl ich auch fast keine direkten Reaktionen auf den Blog selbst bekomme, wie zum Beispiel Kommentare, bekomme ich Reaktionen auf Twitter. Oft tweeten mich dann Leute an und sagen, oh, das finde ich interessant oder stellen noch mehr Hintergrundfragen. Aber oft sind es auch Retweets oder Leute, die mich, die dann einfach auf Favoritisieren klicken. Also da sieht man doch eine direkte Reaktion auf Twitter, die ich auf meinem Blog allein nicht bekommen könnte. Warum tweete ich eigentlich? Twitter kann auch als eine Form von Bloggen gesehen worden, wie zum Beispiel Microbloggen. Und auch aus einiger Erfahrung habe ich mehr von dem Microbloggen, also von dem Tweeten, als von Bloggen. Mit Twitter bin ich nämlich konstant in Kontakt mit der weiten Community, mit anderen Kollegen, die ich nur von online aus kenne oder Leuten aus Leiden oder aus Oxford. Und man kann sehr schnell auf die eigene Forschung aufmerksam machen. Zum Beispiel die Leute, die mir folgen auf Twitter, wissen alle, Sarah, die arbeitet mit Handschriften. Und das ist ihr Bereich und das findet sie interessant.
Aber man kann auch zum Beispiel durch persönliche Tweets den Fokus legen, auf womit man sich eigentlich beschäftigt. Manchmal tweete ich zum Beispiel, heute lese ich diesen Artikel oder das sind meine Tagespläne, was ja eher persönlich ist, aber weil ich auf Twitter eigentlich nur anderen Medievalist folge und die mich auch folgen, kriege ich oft dann Reaktionen wie zum Beispiel, oh, kennst du auch schon diesen Artikel zum Beispiel oder Leute schicken mir Links zu Sachen, die mich interessieren könnten. Also da ist so ein, obwohl es manchmal eher persönliche Tweets sind, haben die doch auch Bedeutung dann für die weitere wissenschaftliche Community. Man kann sich jetzt fragen, warum muss ich denn dann blocken, wenn ich dann auch tweeten kann, was es auch eigentlich schneller ist und mehr Menschen erreicht. Und mein persönlicher Standpunkt ist halt, dass ich blogge, um meine Erfahrungen zu teilen, sei es kurze Projekte oder Erfahrungsberichte, wie mein Alltag so aussieht oder zum Reflektieren über Arbeitsmethoden. Ich habe zum Beispiel einen Blogpost über Literature Review geschrieben, wie ich mich darauf vorbereite. Und die Vorteile, die ich bis jetzt hatte, durch das Gebrauchen von Twitter und Bloggen, sind zum Beispiel, dass ich andere Kollegen kennengelernt habe, die ich anders nicht hätte kennenlernen können, durch das Folgen von verschiedenen internationalen Leuten und gerade bei mir als Deutsche, die in England wohnt und an einer holländischen Uni promoviert, kann es auch manchmal ein bisschen isolierend sein, so allein in Oxford, weil ich jetzt keinen direkten Kontakt mit meinen Studienkollegen habe in Leiden. Und ich habe auch zum Beispiel durch Twitter dann meinen Co-Promoter in Leiden, Erik Wackel, kennengelernt, der dann auch schon, bevor ich mich beworben hatte, auch schon wusste, ah ja, Sarah Leseke, die interessiert sich hier und dafür. Aber auch die Selbstpromotion über die Selbstwerbung auf Twitter hat sich wichtig erwiesen. Leute werden auf mich und auch auf mein Fachgebiet aufmerksam und assoziieren mich mit einem bestimmten Projekt. Mein Dissertationsprojekt ist auch in meiner Umschreibung auf Twitter kurz angegeben, sodass die Leute mich schnell finden können und wissen, wer ich so bin. Oft tweeten mich dann Leute an, weil die wissen, was mein Fachgebiet ist und machen mich dann auf besondere Links oder auf Konferenzen oder Tweets von Konferenzen aufmerksam. Oder auch zum Beispiel die Ausstellung, wo ich Curator war, wo dieser Blogpost über die Handschrift entstanden ist, die habe ich auch via Twitter sehr viel retweet, wodurch dann auch sehr viele Leute zu der Ausstellung gekommen sind, die anders das vielleicht nicht mitgekriegt hätten. Andere Vorteile bis jetzt waren, dass ich zum Beispiel eingeladen wurde, hier nach Rom zu kommen. Denn auch, wenn die Leute von Mittelalterblog wurden auf Twitter auf meinem Blog aufmerksam gemacht. Und ich wurde außerdem gefragt, um einen von den PhD-Bloggern auf der englischen Quadrivium-Seite zu sein, die Björn heute Morgen vorgestellt hat. Und ich werde auch im Rahmen von dem We the Humanities-Projekt für die Unterstützung von den Geisteswissenschaften eine Woche Gast-Tweeter sein, wo ich dann auf Twitter eine Woche über meine Forschung und über Bilder, über von Handschriften tweeten werde. Der letzte Teil meines Vortrags habe ich eine Umfrage gestartet auf Twitter über Akademie und Social Media. Ich hatte einen Tweet, ich hatte eine Umfrage erstellt auf SurveyMonkey, habe die dann getweet, nicht allein an Mediawissen, sondern mit dem Hashtag PhDChat habe ich Kontakt gesucht mit anderen Promovierenden aus der ganzen Welt, also die Ergebnisse, die sind jetzt nicht nur von Mediawissen, sondern auch von anderen PhD-Studenten. Eine der Fragen war, bist du ein aktiver Gebraucher von den sozialen Medien für akademische Zwecke? Ich habe dann, die zur Auswahl waren Twitter, ein Blog, Facebook, akademia.edu und LinkedIn. Und das Ergebnis war, dass 99% Twitter gebrauchen und 41% einen Blog. Auf die Frage, warum benutzt du soziale Medien, war die größte Antwort 90,53%, um Kontakte zu knüpfen. 72% waren um Aufmerksamkeit auf mein Fachgebiet zu richten und 71% hatten geantwortet, um Call for Papers und Konferenzen Bescheid zu wischen und um Erfahrungen als PhD-Student zu teilen. Also man sieht hier auch wieder, dass er doch ein großer Drang war, um Erfahrungen mitzuteilen und die meisten meiner
Die Leute, die die Umfrage ausgeführt hatten, kamen auch aus dem englischsprachigen Bereich. Also ist das doch ein Trend, den man in England und Amerika sehen kann, um sich einfach auszutauschen über persönliche Erfahrungsberichte, die man als PhD-Student hat. Eine der anderen Fragen, die ich gestellt habe, wie oft tweetest du im Zusammenhang zu deiner Forschung? 20% haben gesagt täglich, 43% einmal pro Woche, 22% weniger als einmal pro Woche und 2% antworteten nie. Ähnliche Frage, wie oft bloggst du über deine Forschung? 2% täglich, 5% einmal, ein paar Mal in der Woche, 53% weniger als einmal pro Woche und 38% nie. Eine andere Frage war, teilst du deine Forschungsergebnisse? Wie teilst du deine Forschungsergebnisse? 66,67% teilen ihre Forschungsergebnisse via Twitter und nur 27% teilen sie über das Blogmedium. Und 19% haben angeklickt, dass sie es lieber nicht online teilen würden. Eine der letzten Fragen, die ich gestellt hatte, war, was waren für dich bis jetzt die Vorteile von Social Media, wo dann Nutzer von der Umfrage kleine Kommentare hinterlassen konnten. Und ich will gerne mit Ihnen einige der interessanten Antworten davon teilen. Also die Frage ist, was waren die Vorteile vom Gebrauchen von Social Media, sei es jetzt Blog oder Twitter? Leute hatten geantwortet, das Online-Treffen mit anderen Akademikern und das Austauschen von Ideen. Jemand anders hat geantwortet, ich bin auf die Arbeit anderer aufmerksam geworden und fühle mich mehr verbunden mit anderen Forschern weltweit. Eine andere Antwort war, durch Twitter habe ich Radiointerviews und Zeitungsartikel über mein Projekt schreiben können. Andere haben Jobanzeigen über Twitter gefunden. Andere Leute hatten neue Leute zur Zusammenarbeit gefunden und sind zu Seminaren eingeladen worden. Auch eine Antwort war, meine Freunde und Familie wissen durch meinen Blog, was ich so mache. durch Twitter kann man einfacher Leute auf Konferenzen ansprechen, weil man sie schon kennt von Twitter und mehr oder weniger weiß, wie sie aussehen. Eine Antwort war, ich lese über Projekte, die noch nicht veröffentlicht sind. Eine andere Person hat geantwortet, durch meinen Blog sind Leute auf mich aufmerksam geworden, ich wurde zu Seminaren eingeladen. Jemand anders hat gesagt, ich habe mir Selbstvertrauen gewonnen und ich habe mehr morale Unterstützung von anderen Studenten halt durch das Gruppengefühl. Ich hoffe, dass die Ergebnisse meiner kleinen Umfrage... das waren 100 Leute. 100. Und ich hoffe, dass die Ergebnisse meiner Umfrage jetzt die Enddiskussion anregen können. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Also das war eigentlich schon die genialste Überleitung zur Diskussion, möglichst viele Fragen zu stellen, die diskutiert werden sollen. Ich denke, wir haben jetzt drei recht unterschiedliche Blogs gesehen. Also manche bloggen tatsächlich über ihre Arbeit, über Nebenprodukte an der Arbeit, an größeren Projekten. Und manche bloggen eben tatsächlich eigentlich ja, über das Entstehen der Arbeit, sondern auch einfach ja, die ganze Lebensphase, die die Promotion eigentlich bedeutet. Und ja, gibt es Fragen? Ja, ich wollte mich für die drei sehr instruktiven Fallstudien und Beiträge bedanken, die das Thema jeweils aus eigener Perspektive sehr gut beleuchtet haben. Ich habe ja mal mich zu dem Diktum hinreißen lassen, ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist ein schlechter Wissenschaftler. Ich stehe dazu nach wie vor und denke, dass es eben auch für Doktoranden wichtig ist, hier einfach Qualifikationen im Bereich Schreiben, Lernen zu erwerben, gerade weil ich auch als akademischer Lehrer feststellen muss, dass die Fähigkeiten von Studierenden, sich wirklich prägnant und gut schriftlich auszudrücken, immer schlechter werden. Wenn man also bloggt, kann man da sicher auch gewisse Schreibblockaden überwinden. Ich selber
bin nun schon aus diesem Alter des Doktoranden lange Zeit raus, habe aber dann auch trotzdem eine Art therapeutische Funktion des Wissenschaftsbloggens gefunden, weil ich eben im Lauf der Zeit viele Sachen angefangen habe, aber nicht zu Ende gebracht. Und da hilft mir das Bloggen wirklich, dann solche Schubladenleichen tatsächlich zu veröffentlichen. Ich denke, viele von uns sind sich darüber einig, dass wir davon wegkommen müssen, gedruckte Publikationen oder auch kostenpflichtige Online-Journals als richtige Publikation zu sehen. Ein Blog ist genauso eine richtige Publikation wie ein Fachartikel, aus meiner Sicht. Ich habe noch eine Bemerkung zur Wissenschafts- und Kultur der Archäologie. Herr Waldschütz war so nett, das an den Link für mich zu twittern. 1980 oder auch nur, also es kommt noch. 1980 habe ich für das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg habe ich einen Aufsatz eingereicht über die Geschichte der Pfarrkirche von Kornwestheim für ein Sammelband über die Ausgrabungen in der Kornwestheimer Kirche. Dieser 1980 eingereichte Beitrag ist dann letztes Jahr glücklich publiziert worden. Also man sieht, mit Blogs ist man doch eine Spur schneller. Und dann noch ein wichtiger Punkt, der heute auch schon von Frau Rottler in Twitter erwähnt wurde. Man kann sich mit Blogs gut einmischen. Das heißt, das hat ja Frau Platz erwähnt. Kulturpolitische Anliegen können mit Blogs wirklich vertreten werden. Und das sollte man auch mehr tun, als es halt in der Wissenschaft üblich ist, wenn eben unsere Geschichtsquellen etwa bedroht sind durch Verkäufe, wie im Fall der Causa Stralsund. Da hat man ja gesehen, dass die Social Media kampagnenfähig sind. Man hat gesehen, wie Schmalenströer das formuliert hat, dass ich, was natürlich übertrieben ist, nur mit einem Blog bewaffnet, da diese Verkäufe verhindern konnte. Das war natürlich nicht ich allein, aber ich denke einfach, dass viele Bloggen und die viele Öffentlichkeitsarbeit in Social Media und anderen, natürlich auch Mailinglisten, hat dazu beigetragen, dass hier dieser Verkauf der Gymnasialbibliothek rückgängig gemacht wurde. Ein letzter Punkt, eine besonders niederschwellige Möglichkeit, einen Blog einzurichten, ist ein Tumblr-Blog. Viele dieser Tumblr-Blogs sind reine Bilderschleudern, auch mein eigenes Archivalia N, das ich auch schon über 2 Jahre betreibe und in dem ich eben vor allem Bilder poste. Ich habe inzwischen da 1000 Follower, das ist jetzt nicht so viel wie Herr Quackel, der also Zehntausende hat und der also äußerst interessante und tolle Bilder aus Handschriften postet. Man kann so einen Tumblr-Blog ohne irgendwelche technischen Vorkenntnisse wirklich in einer Viertelstunde einsetzen und funktionsfähig machen. Ich habe auch mal in Archivalia dafür geworben, am Beispiel von der Karolinger Zeit, einfach mal so das Bloggen auszuprobieren. Das geht mit so einem Tumblr-Blog wirklich, denke ich mal, einfacher als etwa ein WordPress-Blog. Und man kann natürlich auch immer aufhören und auf ein etwas besseres System WordPress oder andere oder Hypothese dann auch wirklich umsteigen. Aber wenn man einfach nur ins kalte Wasser springen möchte oder ins lauwarme Wasser, so kalt ist es dann vielleicht gar nicht, kann man also durchaus bei Tumblr eben dem Vorbild von auch ja Millionen anderer Nutzer, die natürlich da nicht nur Wissenschaft publizieren, folgen. Also nochmal vielen Dank für die 3 wirklich sehr
interessanten Beiträge. So, weitere Fragen? Ja, meine Frage richtet sich eigentlich an alle drei Vortragenden. Was habt ihr denn vorher in Social Media gemacht? Also irgendwie kommt man ja nicht so auf Bloggen. Irgendwas macht man ja vorher schon. Das trifft eigentlich ja nicht wie ein Blitz, oder? Ich bin schon seit Jahren auf Twitter aktiv gewesen. Ich dachte halt, da sich ja in 160 Zeichen wenig sagen lässt über das Studium, über die Erfahrungen, die man sammelt, habe ich halt gedacht, ein Blog ist halt die Lösung für das Problem, wie kann ich halt Leute informieren, was ich mache und Erfahrungsberichte teilen. Und da andere Leute, gerade im englischsprachigen Bereich, auch sehr viele PhD-Studenten sind, die halt Blogs führen mit ähnlichen Inhalten, habe ich halt das ein bisschen nachgemacht und hat sich auch sehr nützlich erwiesen bis jetzt. Ich habe auf Facebook Katzenbilder geteilt. Also ich habe, es war, ist wirklich eigentlich aus dem Nichts. Ich habe Facebook benutzt, so wie das halt viele Leute in ihrer Freizeit machen und ernsthaft eigentlich nichts. Also für mich war das doch aus dem Nichts heraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann Twitter habe ich eigentlich, also ich benutze Twitter auch nicht als Privataccount irgendwie, da haben wir auch vorher schon mal irgendwie unterhalten, sondern eigentlich wirklich nur diese ganzen Blog-Sachen dann zu verbreiten und eben, was ja auch schon angesprochen wurde, Links und so weiter. Und das kam aber erst mit dem Blog, muss ich sagen. Also das war sehr aus dem Nichts. Ich hatte meinen ersten StudiVZ-Account. Ich weiß gar nicht mehr wann. Und dann habe ich Blogs gelesen. Mit großer Begeisterung. Und dann hatte ich einen Facebook-Account. Und ich habe Twittern erst nach dem Bloggen angefangen. Also ungefähr, da lief der Blog bereits ein ganzes Jahr. Da habe ich dann mit dem Twittern angefangen, weil alle anderen meinten, es wird jetzt mal Zeit, dass du mal twitterst. Und dann habe ich mich recht schwer reingefunden in das Medium Twitter und inzwischen halte ich es für das beste Social Media Medium. Okay, gibt es noch Fragen? Timeline einen diskutieren könnte und der würde auch ganz gut passen hier, weil wir ja auch angesprochen hatten, was bringt man jetzt eigentlich aufs Blog und auch jetzt hier doch Vorbehalte waren, Ergebnisse zu veröffentlichen oder sowas, weil es einfach noch nicht fertig ist. Also lieber Sachen durchdenken, durchrecherchieren und dann in einem echten Medium publizieren. Und da kam von Erblocktes der Einwurf, man sollte doch mal die medienimmanente subversive Kraft von Blogs und Twitter bei uns thematisieren. Und das möchte ich gerne einwerfen als Diskussionsangebot. Ich denke, das ist so zu verstehen, dass man das Medium vielleicht auch wirklich tatsächlich als ein flüchtiges begreifen kann, wo man einfach auch mal sich äußern kann und sich revidieren kann und vielleicht eben diese beiden, also analogen und digitale Medien eben natürlich nicht eins zu eins in eins setzen kann eben und dass es da doch einfach andere Möglichkeiten und wahrscheinlich auch gute Möglichkeiten und Vorzüge gibt, wenn man sich einfach mal äußern kann. Ja, dazu möchte ich mich äußern und zwar ist es in der Archäologie sehr, sehr üblich und auch sehr gewünscht, dass sehr zeitnah nach einer Ausgrabung dann der erste erscheint oder auch dann später dann, ungefähr ein Jahr später, dann der längere Artikel und in diesen Dingern ist so gut wie nichts zu Ende gedacht. Ne? Und es ist völlig normal und für jeden Archäologen klar, dass das, was ein Jahr nach einer Ausgrabung, Auswertung schon mal publiziert ist, dass das komplett 180 Grad sich ändern kann. Und niemand hat damit irgendein Problem. Und deswegen halte ich diese Diskussion aus archäologischer Sicht für überflüssig, weil bei uns ist das einfach normal. Ne? Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber dazu. Darf ich vielleicht gerade dazu anschließen, denn das wäre meine Frage auch gewesen.
Du hast beschrieben, Beiträge zur Methodik, Grabungsberichte, benachbarte Gebiete. Das sind Elemente, die dann in eine abgeschlossene Dissertation nicht mehr reinkämen. Also ich, als Historiker würde ich erstmal denken, die sind dann vorab publiziert und je nach Promotionsordnung vielleicht problematisch, wenn ich die dann nochmal bringe. Das wäre also bei Archäologen definitiv nicht der Fall. Doch, natürlich. Ja. Allerdings sind die Beiträge, die ich hier zur Warnarten zum Beispiel geschrieben habe, sind so angelegt, dass sie nicht so viel an reinen Ergebnissen bringen, sondern ich habe erst mal erklärt, was ist denn überhaupt so eine Warnart? Und Nicht-Archäologen das erklärt. Und dann habe ich, glaube ich, drei Warnarten, insgesamt 12, vorpubliziert. Allerdings Das ist in Ordnung, also es ist nicht die komplette, sondern es ist nur so ein Teilbereich. Das ist dann von Seiten meines Doktorvaters auch so abgesprochen, dass ich solche kleineren Teilbereichen bringen kann und darf. Und zudem ist es auch nicht so, dass ich mich ja komplett in einem weißen Loch befinde, sondern es gibt natürlich auch noch andere Ausgrabungen, wo Keramik, also aus der näheren Umgebung, wo Keramik ausgewertet wurde und dann auf die ich mich stütze. Und deswegen ist das in Ordnung so. Also ich wähle schon sehr, sehr gut aus, was ich vorab bringe und was nicht. Und Kernthesen bringe ich nicht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob man das als subversiv bezeichnen kann, aber ich glaube, das ganz Wichtige bei Blogs und auch bei sozialen Medien generell, Videos vor allem, ist, dass sie, anders als das klassische Online-Publizieren, als es vor 10, 15 Jahren losgegangen ist, eben diese Möglichkeit bietet, geringe Einstiegshürden zu haben. Als man damals mit Online-Zeitschriften angefangen hat, da musste man im Grunde, weil man versucht hat, das, was vorher gedruckte Zeitschriften gemacht haben, versuchen, das zu adaptieren. Und der Grund jetzt, dann online zu publizieren, wenn man dort quasi dasselbe nur in gedruckter Form schon wesentlich renommierter hatte, war natürlich schwierig, das durchzusetzen. Abgesehen davon, dass es natürlich besser ist, wenn sowas frei verfügbar ist. Aber das Argument zählt halt für viele Leute nicht. Die Blogs bieten halt einfach jungen Leuten oder Leuten, die halt eben nicht durch diese klassische ganzen Gatekeeper-Prozesse durch wollen, Möglichkeiten, Wissenschaft nach außen darzustellen, in Kontakt zu treten, ohne quasi die konservativen Funktionen. Und ich glaube, deshalb ist auch das Bloggen das, was diesen ganzen Open-Access-Gedanken stärker vorangebracht hat, als die noch konventionelleren Versuche in den 10 Jahren davor. Auch Videos ist ein gutes Beispiel. Es ist viel leichter, jemanden davon zu überzeugen, eine Konferenz abzufilmen, als sie online zu publizieren. Weil das Publizieren der Ergebnisse ist etwas, was jemand für sich in der echten Form behalten möchte als Sammelband halt später, weil er das als quasi Beitrag für die klassischen Reputationsmechanismen der Wissenschaft braucht. Das Video fährt halt quasi komplett unter dem Schirm und ist insofern gar kein Problem, abgesehen davon, dass viele Leute sich dann nicht gerne auf Video selber sehen. Aber davon abgesehen kann man es auf diese Methode schaffen, die Inhalte relativ schnell und zeitnah ins Netz zu bringen, wodurch sie ja auch erstmal befreit sind, ne? Ich würde auch noch gern ganz kurz was dazu sagen. Also das ist eigentlich, finde ich, so ein ganz großes Spannungsfeld, worin sich gerade so der Nachwuchs, der ja am Anfang von der Karriereleiter hoffentlich steht, der sich ja erst noch auch durchsetzen muss, und das passiert heutzutage halt mit den klassischen Veröffentlichungswegen. Ich meine, das ist einfach so. Auf der einen Seite bieten diese Blogs wahnsinnig große Möglichkeiten, um diese Gatekeeping-Prozesse rumzukommen. Auf der anderen Seite muss ich mich denen natürlich stellen. Also was bringt es mir, wenn ich 10 tolle Sachen im Blog geschrieben habe, wenn dann auf der Bewerbung das nicht besonders, vielleicht nicht so gut ankommt, wie wenn ich das so veröffentlicht hätte. Das ist natürlich was das führt vielleicht dazu, dass man sich ein bisschen zu sehr selbst beschränkt, aber ich meine, das sind einfach ganz konkrete Gedanken, die man hat. Ne? Man muss ja auch ein bisschen schauen, wo man bleibt mit dem, was man macht. Und dann ist natürlich auch der Punkt, dass also diese kleinen miszellenartigen Sachen, das ist was mir noch nicht so liegt. Also da finde ich das, was Herr Graf gesagt hat, gut. Ich merke, dass ich da besser werde, aber da muss ich noch dran arbeiten. Ne? Und wenn man dann, sobald man anfängt, ein bisschen größere Sachen zu machen, es wurde ja schon gesagt, dass man das eigentlich sehr, sehr gut fertig recherchieren muss. Ne? Das ist sehr häufig
doch natürlich wichtig, dass das alles Hand und Fuß hat. Und irgendwann stellt sich dann natürlich die Frage, wenn ich jetzt so viel Zeit zum Beispiel in etwas reinstecke, möchte ich es dann nicht woanders eigentlich stehen haben? Das ist was ich mir bei ganz vielen Sachen als überlege. Ich denke, man ist einfach in einem Spannungsfeld zwischen den Möglichkeiten und dann doch auch der Wissenschaftsrealität heutzutage noch. Genau, also ich denke, dieser Einwurf subversiv zielt ein bisschen auch darauf hinab, weil man ja immer diskutiert, was ist, wie macht man Bloggen seriöser? Man hat Anbindungen, man hat Kooperationen, Register Imperi, OPAC, Mittelalter-Blog hat das auch. Und wenn ich das kurz anwerfen darf, es fällt mir schlagartig leichter, Autoren zu gewinnen. Ja, ich habe früher immer geworben mit den klassischen Argumenten. Ich brauche heutzutage eigentlich nur sagen, die 1000 Worte Forschung und die Opuscula werden in Register Imperi OPAC aufgenommen und dann erübrigt sich die Diskussion. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich darüber erfreut oder bestürzt sein soll. Also ich denke, ein Blog, das hat er sicher auch auf die ganze Plagiatsdiskussion, an der er ja auch selber groß beteiligt ist, hingewiesen. Wir haben ja da zuletzt auch ein Beispiel aus dem Bereich der Medievistik gehabt, im Bezug auf, das sei auch im Mittelalter-Blog angesprochen worden, da diese Causa Rader. Und ich denke, also subversiv heißt einfach auch, dass man von unten herkommend bestimmte etablierte Positionen in Frage stellt. Deshalb meine ich, wir sollten einfach alle versuchen, diese Reputationsmechanismen, die jetzt real existieren, uns diese nicht an diese zu halten. Das betrifft natürlich auch die Geheimhaltung von Ergebnissen und natürlich wirklich dumme und kontraproduktive Positionen in Prüfungsordnung beziehungsweise Auslegungen von Prüfungsordnung, dass man Vorpublikationen in eine Dissertation nicht aufnehmen darf, was natürlich das ganze Online-Publizieren, wie wir das eigentlich gerne hätten, ad absurdum führt für den Bereich der Dissertationen. Also da ist einfach auch, sind diejenigen gefragt, die Dissertationen schreiben, dass sie gegenüber ihren Betreuern, ihren Doktorvätern und Müttern wirklich sagen, setze sich doch bitte dafür ein, dass solche alten Zöpfe verschwinden. Ja, jetzt haben wir die alten Zöpfe aber noch und ich habe jetzt, habe ich das richtig verstanden? Im Prinzip diskutieren wir ja jetzt heute über zwei verschiedene Arten von Blogs. Sie haben jetzt Promoventen-Blogs vorgestellt, wo Sie aus Ihrer Arbeit berichten, Netzwerke aufbauen, aber eher weniger inhaltlich in die Tiefe gehen. Und ich habe jetzt mittelalterhypothesis.org so verstanden, dass ich da gerade meine Thesen zur Diskussion stelle. Da will ich nämlich inhaltlich diskutieren. Das ist ja dann eigentlich was ganz anderes, oder? Das heißt, Blog ist nicht gleich Blog. Genau so ist es. Schön. Ja, ich hätte eine Frage und einen Kommentar. Die Frage wäre, ob ihr euch vorstellen könnt, dass ihr zum späteren Zeitpunkt, Michael, du hast das ja explizit angesprochen, dass sich auch das Verständnis, das man von seinem Blog selbst hat, wandelt, dass ihr zum späteren Zeitpunkt, wenn ihr weiter mit eurer Dissertation seid, vielleicht wenn sie auch schon eingereiht ist, reicht es dann doch, aber vor Veröffentlichung, aber doch über Ergebnisse bloggt oder ob ihr sagt, das würdet ihr sozusagen ausschließen, weil ... Und das Zweite, was ich jetzt sozusagen bemerkend sagen wollte, ich glaube allein dadurch, dass es jetzt eben Doktoranden gibt, die bloggen und es werden mehr und es braucht Zeit, verschiebt sich da auch die Wahrnehmung. Das braucht wahrscheinlich einfach auch ein paar Jahre, bevor man dann sagt, naja, vielleicht kann man dann doch Ergebnisse auch schon zu einem frühen Zeitpunkt bloggen. Vielleicht kann man auch, muss man Ergebnisse dann nicht mehr in Fachzeitschriften veröffentlichen, damit sie, und zwar auf gedrucktem Papier, damit sie ernst genommen werden. Also vielleicht braucht man da, oder muss man da einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen und sollte jetzt nicht erwarten, dass man sozusagen das als Einzelperson mit seinem Doktorandenblog ändern kann, sondern es macht dann die Masse von Doktorandenblogs, die über die Jahre kommt, die sozusagen einfach auch die Wahrnehmung der ganzen Sache ändert und da einfach stillschweigend neue Konventionen
etabliert, ohne dass sich jetzt einer da explizit gegen auflehnt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich vielleicht in meinem zweiten, dritten Jahr doch etwas zu Forschungsergebnisse teilen möchte. Ist nur zu diesem Zeitpunkt bin ich noch so beschäftigt mit dem ganzen Einlesen und den ganzen Fragen, die ich stellen möchte, dass ich mich einfach noch nicht sicher genug fühle, um das jetzt da zu veröffentlichen, dass dann Leute meinen Blog besuchen und es dann lesen und das dann vielleicht kritisieren würden oder Fragen stellen, wo ich mir selber noch nicht sicher bin, aber ich schließe es nicht aus, dass ich das doch im weiteren Verlauf meiner Promotion dann doch machen werde. Ich weiß nicht, in wie viel Detail, aber ich kann es mir doch vorstellen, dass ich das machen werde. Darf ich? Du wolltest noch? Ja, ganz kurz zur ersten Frage. Und zwar habe ich mit dem Bloggen angefangen, da war ich 2 Jahre an der Sache dran und habe meine Grundlagenarbeit und Einarbeitungsphase schon hinter mir gehabt und bin jetzt kurz vor der Abgabe und konnte deswegen Randbereiche natürlich ausführlicher behandeln, weil die hörst du mich? Ja? Da? Weil ich einfach schon weiter war, ne? Und wenn das Ganze veröffentlicht ist, in welcher Form auch immer, dann werde ich ganz sicher über Kernbereiche bloggen, dann in 5 oder 6 Abschnitten, das wird sich dann ergeben. Und das wird dann für mich praktisch der Abschluss des Doktorandenblogs sein. Ähnliches habe ich schon mal gemacht bei meiner Magisterarbeit, da habe ich Kernbereiche genommen und 2 inzwischen veröffentlicht, der dritte steht noch aus. Ne? Und da die Kernbereiche als Blog Beiträge publiziert. Wie gesagt, der dritte kommt jetzt dann demnächst irgendwann. Ich auch noch ganz kurz. Also ich muss eigentlich sagen, wenn die Sache mit Prüfungsordnung, und es sind nicht nur Prüfungsordnungen, es sind ja dann durchaus auch Sachen mit der Publikation. Also ich weiß nicht, wie begeistert der Verlag wäre, wenn ich ihm sagen würde, so ein Drittel ist eigentlich da schon, Open Access da und da. Aber es gibt schon viele Dinge, die ich jetzt eigentlich wo ich sagen, okay, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade am methodisch-programmatischen Teil, der wird ganz sicher ein wichtiger Teil in der DIS sein. Ich fände es aber eigentlich auch ganz nett, jetzt zu sagen, okay, das ist mein Ansatz, die Idee habe ich, die würde ich euch jetzt hier gerne vorstellen, so wird das aussehen. Mache ich jetzt aber nicht, aus Gründen, damit ich das später nicht nochmal quasi publizieren muss, weil das mich in Probleme bringen könnte. Wenn das kein Problem wäre, würde ich das definitiv tun, jetzt. Weil das natürlich auch vielleicht Leser dann schon ein bisschen anregt und die sagen, okay, in 3, 4 Jahren kommt vielleicht ein interessantes Buch. Naja, was heißt, es ist nicht geheim halten, aber ich meine, es geht ja dann auch um die Frage, in welcher Form schreibe ich das. Ne? Also spielen jetzt so viele Dinge rein, wo man sich Gedanken machen müsste jetzt und deshalb habe ich jetzt keine Lust, mir da so viel Energie quasi zu nehmen. Da könnte man schon vieles einfacher machen, glaube ich. Also da ich vorher über Twitter einen Aufruf gesendet habe, lest und kommentiert, muss ich jetzt eine kurze Frage per E-Mail dazwischen schalten, und zwar von Jan Kolb, die eigentlich keine Frage ist, sondern tatsächlich ganz bedenkenswert. Verfallsdatum, Recht des Vergessens im Internet. Also er schreibt, ist von den Referentinnen eine Halbwertszeit ihrer Blogbeiträge vorgesehen? Ist geplant, die Texte, die ja wesentlich näher am oralen Austausch als am Printmedium sind, für alle Zeiten im Internet aufzubewahren, sollen sie in späteren Stadien der Karriere irgendwann stillschweigend verschwinden oder setzen die Beteiligten, wie er blockt es, auf einen Bewusstseinswandel der User? Also es geht vielleicht eher in die Richtung, ja, Recht des Vergessens, also was soll für alle Zeiten aufbewahrt werden, beziehungsweise kann man nicht auch die eigenen Schritte, das eigene Erfahren während der Promotionszeit dokumentieren, warum nicht? Ja, ich denke, da sind wir genau bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Beitrag irgendwann vergessen wird. Aber wenn Sie von Ihren Promotionsvorhaben berichten, ja, deswegen blogge ich auch nicht persönlich. Weil da habe ich auch Bedenken, dass das dann für alle Zeit online ist. Also das ist dann, blogge ich persönlich oder blogge ich fachlich? Ja. Also wenn ich irgendwas schreibe,
dann ist das auch für alle Zeit gedruckt. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, mit 22 meinen ersten Artikel in einem kleinen Ausstellungskatalog geschrieben, der ist grottenschlecht. Und also er hat viele inhaltliche Fehler geschrieben, ist halt brandlos, aber ich meine, er ist ja inhaltlich, ne? Aber das ist ein Beitrag, den habe ich zu einem Zeitpunkt geschrieben, da war ich wirklich noch Student. Und der ist da eben gedruckt und der hat seine Fehler, ne? Und dazu stehe ich jetzt, Gott sei Dank, noch unter meinem Mädchennamen veröffentlicht, ne? Aber, ne? Und ich denke schon, dass wir uns bewusst sein sollten, dass das, was wir bloggen, dass das auch für lange Zeit online stehen soll. Ne? Also ich finde, die Beiträge, die jetzt bei mir online stehen, die stehen da. Und ich hoffe, dass sie archiviert werden. Sie enthalten Gedanken und auch, das sind teilweise wirklich Artikel, die, wo ich auch will, dass die zitiert werden und dass sie zitiert bleiben. Also was ich in 20, 30 Jahren will, weiß ich jetzt natürlich noch nicht, das kommt dann vielleicht drauf an, aber eigentlich ist es interessant, wenn das bleibt. Ich meine, das Buch oder sowas bleibt ja auch und ich habe jetzt einen Fall mit einer Handschrift bei uns im Archiv, mit der ich ein bisschen arbeite, und über den Nachlass eines Forschers, der damit gearbeitet hat, in der UB Freiburg, kommen ganz witzige Sachen plötzlich ans Tageslicht, was mir wahnsinnig hilft, diese Handschrift zu verstehen, auch die Geschichte. Und das ist ganz witzig, der hatte nämlich eine These, die absolut abstrus war und hat dem Paul Lehmann, dem großen Altphilologen in München, der sich mit den Bibliothekskatalogen beschäftigt hat, Briefe geschrieben und hat ihm seine These und so weiter geschildert. Und der Lehmann schrieb ihm dann den Brief zurück, sehr verehrter Herr Kollege, also auf Deutsch, das ist völliger Humbug, was Sie da schreiben. Das ist was, da werde ich demnächst einmal was dazu schreiben, das ist ganz spannend. Und ich meine, das weiß nicht, ob der verehrte Kollege vor 100 Jahren sich gefreut hätte, dass ich das finde in seinem Nachlass, aber als Forscher hilft es mir wahnsinnig viel. Und ich glaube, es hat einen heuristischen Mehrwert, weil das ist dieser Unterschied zwischen Kontext der Entdeckung und Kontext der Rechtfertigung. In der Dissertation sollte der Weg, also der ganz konkrete Weg, wie ich zur Erkenntnis komme, der sollte da eigentlich weg sein. Das ist Argumentation, das ist Rhetorik. Und solche Dinge helfen aber vielleicht. Also wenn ich zum Beispiel dann in ein paar Wochen schreibe, okay, ich arbeite mit Kartografie ein bisschen, ich versuche das räumlich darzustellen, meine Handschriftenfunde, da werde ich einen Artikel demnächst tatsächlich ein bisschen drum schreiben, weil ich glaube, das könnte interessant sein für andere Leute. Das hilft natürlich ein Stück weit auch den Text am Schluss zu verstehen im Nachhinein. Also eigentlich, wenn das vielleicht mal peinlich ist, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich eine schöne Sache, dass man diesen Prozess irgendwo ein Stück weit dokumentiert hat. Also das kann was sehr Gutes sein, was es dann bringt am Schluss, oder das weiß ich nicht, aber. Also mich persönlich stört es nicht, dass auch die mehr persönlichen Blogbeiträge online stehen und auch wahrscheinlich für sehr lang zugänglich sind, denn ich denke, dass es gerade in England genug Leute gibt, die PhD machen wollen und sich dann wahrscheinlich, also ich hätte mich gefreut, wenn ich vor meinem Masterstudium noch mehr Masterblogs gelesen hätte, wo ich einfach denke, okay, man findet sich dann auch wieder in manchen Sachen oder andere Leute, die auch gerade über eine Hürde springen müssen, sei es richtige Fragen zu finden, die man stellen möchte oder Sachen anpacken, wie zum Beispiel Analytical Review, denke ich, von meinem Standpunkt aus finde ich es doch hilfreich für andere Leute und ich blogge auch nicht nur für mich, sondern auch für andere PhD-Studenten, um halt ein so Community-Gefühl zu erreichen und als Austausch mit anderen Studenten. Also mich stört das nicht, dass viele das lesen können und ist ja auch im Endeffekt eine Entwicklung, die man durchmacht als PhD-Student. Da gehören alle Höhen und Tiefen einfach mit dabei. Meines Erachtens brauchen wir im wissenschaftlichen Bereich kein Recht auf Vergessen. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man, wie ich, nach dem Motto lebt, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's ganz ungeniert. Also da habe ich natürlich auch schon vieles, was mir inzwischen peinlich ist,
veröffentlicht im Internet. Dazu muss man halt einfach stehen und man kann sich ja dann gegebenenfalls auch von früheren Positionen verabschieden. Wissenschaftlich gewendet hatte ich vorhin schon im persönlichen Gespräch ein Beispiel erwähnt von einer dieser Mistellen in Archivalia. Das war ein Aufruf oder war eine Frage von Frau Ottermann, ich glaube in einer Mailingliste, weil dort eine merkwürdige Wappendarstellung, also etwas für einen Hildmann, in einer Handschrift von einem Theologen aus dem 15. Jahrhundert unerklärlich war mit Beischriften, und ich hatte das dann so als bürgerliches Äquivalent einer Ahnenprobe dann in so einer kleinen Archivalia-Misszelle erklärt. Dann kam dann aber in einem Kommentar kam dann ein sehr kundiger Historiker aus der Region, der dann wirklich auch die richtige Lösung, also was ich geschrieben hatte, war mehr oder minder Kappes, dann präsentieren konnte. Und so entsteht doch im Grunde genommen Wissenschaft. Früher hätte man das dann halt 2 Jahre oder 5 Jahre auseinander in irgendwelchen Fachzeitschriften, wenn es hochkommt, publiziert oder auch überhaupt nicht publiziert. Also ich denke, wir lernen eigentlich auch immer sehr viel aus gescheiterten Versuchen, aus Pleiten, Pech und Pannen. Und bei den Naturwissenschaften ist eigentlich auch ein großer Trend, dass man auch gescheiterte Experimente dokumentiert, um anderen dann entsprechende Irrwege und Fehler zu ersparen. Also da einfach mehr Fehlertoleranzkultur gegenüber eigenen Unzulänglichkeiten. Ja, vielleicht 2, 3 kleine Gedanken zu der sehr wichtigen Frage, wie ich finde, von Jan Kolb, weil das auch das große Hemmnis ist, eben sich dann einzubringen und mitzumachen. Und ich frage mich, ob man die Unterscheidung zwischen den Medien, also zwischen analog und digital, also zwischen Zeitschriftenartikel, Rezensionen in einer Zeitschrift oder im Blogposting, vielleicht nicht zu stark macht. Also vielleicht sind die viel näher, als man denkt. Und erst, weil man jetzt den Kontrast hat und weil wir genau die Unterschiede diskutieren, dass wir jetzt sagen, dass die seriösen Medien, jetzt in Anführungsstriche, dass die seriöser sind und halt ganz klar argumentieren und dass da wirklich sozusagen das alles Hand und Fuß hat und die Sachen in den Blogs dann eher nicht so sehr seriös sind und nicht so passend sind und man dann aufpassen muss, was man schreibt und so weiter. Weil wenn man sich ältere Beiträge anguckt in Zeitschriften oder ältere Rezensionen, die ja teilweise sehr persönlich sind und teilweise sozusagen eher an aktuelle Blogposts erinnern, als man vielleicht denkt, dann ist vielleicht der Unterschied gar nicht so groß. Oder als Beispiel zum Beispiel, das Beispiel, was Sie gerade brachten, mit Beiträgen, die man vor langer Zeit, vielleicht der erste Beitrag, den man veröffentlicht hat, könnte man auch mal bei Herrn Kolb nachgucken, was es war. Und die Frage, ob man dann nicht auch manchmal lieber wünscht, dass es vielleicht nicht mehr ganz so auffindbar ist. Und auf der einen Seite hat man vielleicht die Sache des Rechts auf Vergessen, die andere ist aber, dass das Web trotzdem, also es war alles da, aber durch die Informationsfülle und die Menge, die einfach da ist, muss es überhaupt erstmal gefunden werden. Und entweder die Sachen setzen sich durch oder sie verlieren sich dann. Und das ist das Gleiche, wie wenn ich dann im Web, natürlich finde ich das viel schneller und dann nochmal schriftlich festgehalten, was jemand damals geschrieben hat, aber ich kann genauso ins Archiv gehen und da die Nachlässe von anderen Wissenschaftlern dann rausholen. Also die Frage ist, wäre dann, die man diskutieren könnte, ob das wirklich so weit voneinander ist, und wenn man das mal ein bisschen nachverfolgt, hätte man vielleicht auch ein Argument, um zu zeigen, dass die analogen Medien und digitale Medien so weit voneinander vielleicht gar nicht entfernt sind. Und vielleicht nur als einen Nachtrag dazu, anders als bei Platz Post einfach drunter schreiben, Update. Heute sehe ich das so, und von diesem und diesem und diesem habe ich meine Meinung oder ich habe daher wichtige Inputs bekommen. Das geht ja bei einem gedruckten Buch nicht, da müsste man in alle UBs reingehen und irgendwelche und Korrigenda-Zettel einlegen. Ja, einen technischen Hinweis noch. Das Recht auf Vergessen, das jetzt Google auferlegt wurde, heißt ja nicht, dass es nicht mehr im Netz ist. Ja, jede andere Suchmaschine kann das noch finden. Also ich glaube nicht, dass es im Internet wirklich ein Recht auf Vergessen gibt. Und dazu ergänzend, dieses Recht auf Vergessen war ja auch nur gegen Dinge, die irgendwie üble Nachrede betreffen. Wenn ich das, ja, ich glaube, eigene schlechte Blogposts fallen da auf jeden Fall nicht drunter, jedenfalls nicht das, was vom EuGH da festgestellt wurde.
vor allem, ich meine, das ist Wissenschaft. Also das ist nicht gedacht, dass man, also man geht ja auch nicht in die Bibliothek und reißt Aufsätze raus, die jetzt nicht mehr aktuell. Ich meine, das ist ja der Sinn, dass das, was ich heute schreibe, in eben vielleicht wenn es gut geht, 50 Jahren, wenn es schlecht ist, vielleicht 5 Jahren, einfach nicht mehr so aktuell sind, aber die müssen ja da sein. Ich meine, ich finde eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, das ist häufig sind so die Vorbehalte gegenüber diesen digitalen Medien solcher Art, dass sie, wenn man sie auf das analoge Prinzip anwenden würde, völlig das Prinzip von Wissenschaft eigentlich konterkarieren. Und wovor wir Angst haben, ist, dass wir wirklich konsequent zu dem Wissenschaftsideal stehen, was wir eigentlich haben. Dass Dinge nachvollziehbar sind, dass sie nachgelesen werden können, dass, wenn was falsch ist, andere Leute schreiben können, dass es falsch ist. Und es ist halt manchmal auch peinlich, das ist natürlich klar, aber ich meine, das ist so. Also wer damit... ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich möchte es jetzt nicht so scharf formulieren, aber wenn ich damit nicht zurechtkomme, dass ich widerlegt werde, vielleicht auch deutlich, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Da muss man sicher stark wachsen. Ich habe noch nicht so ein dickes Fell, wie das Herr Graf vielleicht gesagt hat. Das würde mich sicher sehr verletzen, wenn jetzt jemand schreiben würde, haben Sie denn dafür einen Unsinn geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, gehen Sie mal wieder in die Schule oder sowas. Aber ich meine, das ist vielleicht ein Fell, was man sich auch anlegen muss, auch im Analogen. Konferenzen sind ja auch nicht immer nett. Die war aber nicht so schlimm. Die war. Vielleicht mal einen kurzen Zwischeneinwurf. Wenn ich das Mikro habe, muss ich das auch nutzen. Ich möchte eigentlich den Punkt, den ich im Einwurf von Jan Kolb auch lese, schon nochmal stark machen. Also bei aller Begeisterung für das Medium, die wir, glaube ich, die meisten teilen, dieses strategische Element, ja, womit, wie viel Zeit investiere ich, das war sehr interessant, zwischen benennenswerten 20 Minuten und sehr, sehr, sehr viel mehr. Du hast nicht genau gesagt, wie viel so auf den einzelnen Blogpost drauf geht. Also, wenn ich diese Zeit investiere, gerade in der Qualifikationsphase, die eben zeitlich eng ist, dann muss es sich irgendwie, wenn man in diesem Bereich bleiben möchte, auch auszahlen. Und dann ist es nicht mehr ganz so trivial, über die Anerkennung von Online-Publikationen, von Blogposts zu reden. Also ich möchte auf den Aspekt Qualitätskontrolle auch morgen nochmal kommen. Das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Deswegen, wir sollten nicht ganz vergessen, dass man sich am Ende davon keinen Blumentopf kaufen kann und eigentlich sich ins Abseits katapultiert. Und so habe ich den Einwand von Jan Kolb eben auch verstanden. Dann ist es uns vielleicht jetzt egal, aber wir könnten es doch in ein paar Jahren bereuen. Also das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Ich würde euch gerne fragen, was bringt euch dazu, selbst zu kommentieren und was hält euch davon ab, Kommentare zu schreiben? Also jetzt, die eine Seite ist ja das Publizieren, dass man sehr leicht und frei publizieren kann, aber es gibt eben auch die Möglichkeit zu interagieren und da Rückmeldungen zu geben. Und mir fiel eben auf, dass bei Wissenschaftsblogs das relativ zurückhaltend ist. Und da wäre ich einfach neugierig, also mal so selber an die Nase fassen, was sind so die Gründe, was mich dazu irgendwann bewegt, jetzt doch mal da reinzuschreiben, oder wann passiert das nicht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da müsste ich mir jetzt mal, also ich denke, es ist oft tatsächlich einfach, ich glaube, es ist wirklich eine Zeitsache, durchaus. Also weil man hat schnell zum Beispiel einen Blogbeitrag von jemandem gelesen, aber ich denke, man, und wenn man jetzt nicht irgendeinem was total ins Auge springt, zum Beispiel, das Beispiel kenne ich aber irgendwo her und ich sehe das, also man fällt einem wirklich schnell was ins Auge, was man kurz schreiben kann, dann kostet es doch relativ viel Zeit, darüber zu reflektieren. Und wenn es dann vielleicht nicht ein Thema ist, das einem wirklich wichtig ist, dann ist man auch schnell wieder bei was anderem. Ich vermute, dass es auch der Grund ist, warum zum Beispiel bei mir nicht so viele Leute kommentieren. Aber ist eine gute, wenn wir uns alle diese Frage stellen, dann wird es vielleicht ein bisschen interaktiver. Also noch. Ich würde sagen, es hängt davon ab, ja. Bei mir zum Beispiel, wie ich Blogposts lese, meistens mit dem Handy bin ich auf Twitter und dann lese ich einen Blogpost und einfach das Medium Handy bietet sich jetzt nicht da so für, um jetzt groß auf den Blog zu gehen und dann auf Kommentar zu klicken. Wenn ich jetzt
am Laptop vielleicht einen Blogpost lesen würde und dann auch die Zeit hätte und es mich genug interessieren würde oder beschäftigt, dass ich denke, oh, da muss ich jetzt unbedingt was drauf schreiben, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber bei mir ist es doch eher so, dass ich deswegen mobil doch die Blogposts lese und sich das Medium-Handy einfach nicht so anbietet, um dann direkt zu kommentieren. Bei mir ist es so, das wird durchaus kommentiert, allerdings nicht auf dem Blog selber, sondern in der Regel auf Facebook, was einfach daran liegt, dass die meisten Kollegen, warum auch immer, Twitter nicht so gerne nutzen und lieber auf Facebook sind und dann man in der geschlossenen Gruppe darüber redet. Oder bei mir direkt auf der Seite direkt darauf angesprochen werde und man dann manchmal auch direkt in irgendeine Chatfunktion und dann geht und dann nochmal drüber redet. Also das hat sich so entwickelt, ich weiß nicht, also, es ist so ein Phänomen und ich selber, wenn Kollegen irgendwas bringen, dann auch eher in der Richtung mit denen interagiere, weil das einfach schneller geht und über die Kommentarfunktion selber so gut wie gar nicht nutze, allerdings dann über Social Media diskutieren. Ja, ich hätte eine Theorie, dass, jetzt komme ich zum dritten Mal mit der Sache, Wissenschaftsblog und dann eher persönliches Blog. Wenn Sie schreiben, Sie waren neulich in London und da hat es geregnet, dann habe ich keine Hürde, Ihnen zu schreiben, ja, als ich da war, hat es auch geregnet. Das kommentiere ich gerne. Aber wenn jetzt jemand auf Hypothese einen Artikel schreibt, der, was weiß ich, 10 Seiten lang ist und der hat 3 Wochen dran gesessen, ja, da ist nicht so einfach mal einen Kommentar zu schreiben, ja, sondern da setze ich mich ja mit einer Arbeit auseinander und dann muss ich die erstmal wirklich durchlesen und dann muss ich mir überlegen, traue ich mich an das Fachthema überhaupt ran und ich kann da jetzt auf so einen Artikel nicht einfach schreiben, was ein Blödsinn, ja, sondern da muss wirklich eine vernünftige Antwort kommen und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Kommentarfunktion nicht so leichtfertig genutzt wird, weil einfach die Fachcommunity erstmal vor dem, weil die Artikel vielleicht so fachlich so gut sind, ja, dass man sich einfach nicht aus dem Handgelenk mal da, von den Thesen halte ich jetzt nichts, man muss das dann wirklich gut begründen, wenn da so ein guter Artikel drin steht. Also ich glaube, wir reden hier von zwei unterschiedlichen Systemen oder sagen wir, ich denke da mal kurz drüber nach, dann machen wir es mal. Okay, dann versuche ich kurz noch meinen Punkt noch mit einzubringen. Also ich denke, wenn man das so hört, also wir haben ja die ganze Bandbreite eben von diesen 20 Minuten zu dem 3-Wochen-Beitrag, der lange ausgearbeitet ist. Und vielleicht ist zum einen, was Kommentar und was Schreiben angeht, denke ich, kann oder würde ich annehmen, würde ich hoffen, dass es da einen Bewusstseinswandel gibt überhaupt im Umgang in Kommunikation, in Wissenschaft, dass man eben solche Medien mehr nutzt und viel niederschwelliger dann kommuniziert, schreibt, sich austauscht und eben wahrscheinlich dann auch nicht bis aufs letzte Mühe dann zumindest bei Blogbeiträgen das Ganze dann ausarbeitet, sondern dass eine ganz andere Art von Kommunikation am Entstehen ist. Und ich hatte vor kurzem noch mit Leuten von Digital Humanities in Leipzig mal diskutiert und die meinten, für die ist Blog nochmal eine ganz andere Perspektive, nämlich eine Alternative für Tagungen, dass man dann Beiträge einbringt, die Kommentare dann bekommt und das Ganze einfach wie eine Tagung am Platz dann eine Tagung im Netz ist, was auch sozusagen ein alternatives Verständnis von Blog und von Blogbeiträgen wäre. Aber insgesamt würde ich auch nochmal diesen Punkt, also Bewusstseinswandel, Wandel von Wissenschaftskommunikation, eben durch einen anderen Umgang mit Schriftlichkeit, also ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir eben diesen Unterschied zwischen Oralität und Schriftlichkeit, den wir auch als Thema untersucht haben reichlich, dass Situationsgebundenheit von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ändert dann oder beziehungsweise löst die Kommunikation von der Situation, dass das nicht mehr gilt im Netz, weil man alles schriftlich reproduziert und wenn dann was sozusagen ein Kommentar ist dann nichts anderes als ein verschriftlicher, mündlicher Beitrag. Und dass man da einfach einen Bewusstseinswandel hat, dass man anders damit umgeht. Das Gleiche vielleicht auch mit diesen Blogbeiträgen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sehr sozusagen seriöse Blogbeiträge oder Sachen, die man sagt, okay, das ist jetzt ein wissenschaftliches Statement, das möchte ich wirklich jetzt so stehen lassen, dass man das irgendwie markieren kann und sagen kann, das ist jetzt als Blogbeitrag zu verstehen wie einen Aufsatz, wie einen Zeitschriftenartikel. Und dass man das irgendwie dann kenntlich macht im Unterschied zu Sachen, das sind jetzt kleine Missellen oder das ist jetzt kleine Gedankenstöße, Anstöße, die ich einfach nicht
als fundamentalen Beitrag dann verstanden wissen möchte, aber dass es da irgendwie eine Unterscheidung gibt, weil wir sprechen immer über Blogbeiträge, aber wir sprechen über eine riesige Bandbreite, genauso wie wenn wir über Blog sprechen, über eine riesige Bandbreite von Kommunikation und Kommunikationsformen und Inhalten sprechen. Und wenn man da irgendwie Text einfügen kann, die das dann unterscheidet, dass auch derjenige, der damit umgeht, dann weiß, wie ist das jetzt gemeint und entsprechend das dann handhaben kann, weil es eben diese Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich in dem Sinne dann nicht mehr gibt, wäre das vielleicht ganz praktisch. Mhm, genau. Und von vorhin noch zu Ende bringen, wenn ich darf. Wir sind schon fünf Minuten drüber. Ja, und zwar das Problem, was wir hier haben, ist, dass wir in unterschiedlichen Wissenschaftskulturen uns gerade bewegen. Bei der Sarah in England ist es ziemlich egal, die gehen da unheimlich locker damit um, wenn da mal einer sagt, ja, es regnet, ist ja doof. Ne? Und in Deutschland ist dann so ein Kommentar, der wird einem dann gleich als, ja, wir sind ja mal wieder unseriös ausgelegt. Ne? Und anders als die Sarah bloggen wir ja auch nicht übers Wetter oder über unseren Tag, was wir vielleicht auch machen könnten, aber wir tun es nicht genau aus diesem Grunde. Ne? Und das ist das, was du ansprichst. Also ich glaube, wir die unterschiedlichen Weisen, wie wir bloggen, liegt auch an den unterschiedlichen Wissenschaftskulturen zwischen der Sarah und uns beiden jetzt. Das kurz als Einwurf. Danke. Ja, danke. Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, in der Kaffeepause Gedanken zu Ende zu führen und da zeigt sich dann natürlich schon der Vorteil von In-Persona-Anwesenheit, weil da kann man natürlich nochmal direkt mit den Referenten sprechen. Nichtsdestoweniger müssen wir pünktlich um 16 Uhr wieder weitermachen. Da werden wir uns dann hier wieder treffen und den zweiten Praxisteil haben.